Ja, moin, ihr absolut koetären Menschen da. Ja, wir begrüßen euch zu einem neuen Setup, neuen Format, einem Versuch auf. Ja, auf den haben wir schon lange Bock. Ja, wir haben beide schon richtig Bock drauf gehabt. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Der ist wohl ganz neu für uns, spontan, aber ich glaube, das wird richtig lustig. Wir haben nämlich vor, so ein paar, ja, wie man vielleicht schon sieht, Indie-Horror-Games zu zocken. Auch dank dir kenne ich ja mittlerweile sowas. Hi. Ne? Vielleicht sagt euch Mr. Craven auch was. Sehr, sehr cool. Ja, cooler Dude. Cooler Typ. Und der spielt so Spiele und die sind einfach richtig gut. Manchmal durch eine Person entwickelt. Trotzdem richtig gruselig und auch nicht zu lang. Ne? Sollen ja jetzt nicht irgendwie hier 50 Stunden Playtime werden, sondern erstmal so richtig. Dinger, die man sich auch mal abends reinziehen kann. Gemütlich so mit etwa bla ein paar Chips oder so. Ja, oder hätte ich gesagt, was Leckeres zu trinken. Hatten wir gerade, ne? Sieht man das? Ja, so ein bisschen. Das passt schon irgendwie, ist okay. Ja. Ja, und dann dachten wir, das machen wir auch mal so. Und ich hoffe, man hört uns gut. Sollte eigentlich gut funktionieren. Sonst, wenn irgendwas ist, gerne Feedback geben. Aber ich glaube, das wird schon ganz lustig. Ja, und das erste Spiel. Oder wir stellen uns erstmal vor, wer bist denn du, Edzardla? Oh mein Gott, mein Kabel. Das ist gut auf jeden Fall. Hier ist schon mal was. Es geht gut los. Ich habe ja meine Control-Taste erstmal richtig hops genommen gerade. Wie habe ich das denn geschafft, Alter? Mit dem Kabel. Ja. Aber hey, was wird? All under control, alles geplant. Ja, doch. Wo war ich? Du wolltest gerade, dass wir uns vorstellen. Und hallo. Ich fange jetzt einfach mal an. Ja. Hi, ich bin die Daniela, nenn mich gern Dani. Und ich bin jetzt heute mal einfach dabei und schauen wir mal, wie es wird, ne? Und ja, den Chito ist auch am Start. Genau. Der ist nur leider jetzt runtergefallen. So, genau. Ja, genau, das ist die Daniela. Wir kennen uns schon 10 Jahre? Oder ja, so 10 Jahre, war 2014. Genau. Ja, noch aus den Uni-Zeiten. Oh mein Gott. Wo ist mein Rollator, als Zattler? Jetzt machst du einfach das Ding auf. You don't give a shit. Ich kann den aber wieder so runtersetzen. Okay. Ja. Kann man das irgendwie... Ach, egal, man sieht genug. Wir haben doch schon ein bisschen. Ja, eben. Ja. Guck mal da, die ganzen Sachen etc. Ja, ne, wir kennen uns schon lange und wir haben schon immer mal so Bock drauf gehabt. Jetzt hat sich so ergeben. Und ich bin der JD. Man kennt mich vielleicht unter Pequeño Osito, Daxalito. Also, ne, ich bin der JD. Ihr kennt mich vielleicht und ne, Fotos und so. Wir kennen uns lange und was soll ich jetzt schon groß erzählen? Ja. Ne, ich bin euer Flauschi-Bär etc. Hätte ich gesagt gehabt. Ne, ich drehe gern Pirouetten, ne? Nach ein bisschen Kaffee. Oh, jetzt bin ich echt. Aber das wird gut, das brauchen wir. Ja, und ich glaube, das wird echt gut, weil ich bin bei sowas so ein kleiner Schisser. Ich hoffe mal, das wird nicht zu krass. Aber ja, ich habe ja Unterstützung zum Glück. Genau, du hast das Spiel ja schon mal gesehen, aber weißt du nicht mehr genau. Ich habe es schon mal gesehen, aber das ist schon sehr lange her. Ich habe das, glaube ich, sogar bei Mr. Craven mal gesehen, dann hat das auch gespielt. Ja. War sehr spannend tatsächlich. Ich kann's hat auch eine etwas düstere Story, glaube ich. Es ist schon ein bisschen harter Tobak, aber. So psychological. Ja, genau. Das geht schon so ein bisschen in diese Richtung. Aber es ist ziemlich gut. Ja, also ich habe ja dann auch so 2 Minuten mal reingeguckt und dachte mir, puh, ich glaube, das eignet sich gut so für das erste Let's Play zusammen. Und wie gesagt, wenn ich hier doch rumkreische und Pirouetten drehe, du bist da und beruhigst mich. Ja. Dann, weil ich kenne es nicht, ne? Das Spiel ist jetzt für mich so blinde, oder wie gesagt, in der winklerischen Wortfindung, blinde etc. ne? Und ich habe es überrascht. Ich würde sagen, wir legen los. Aufnahme läuft. Ey, das ist so gut mit den 2 Minuten. Oh, das ist viel besser. Let's go. Oh mein Gott. Wir gucken mal, ob unser Sound gut ist. Bei dir müsste ja. Das sieht so lustig aus bei dir. Achso. Wir müssen noch ab. So. Aha. Gott, das ist ein Warning. Schon mal für alle ganz wichtig. Wer so ein bisschen Probleme damit hat, sollte das besser dann nicht schauen. Ja, genau. Da wird wahrscheinlich Flashing Images und sowas. Ja. Ja, aber sorry fürs Muster, aber. Continue. Ja, wir hatten ja noch keinen Save-File. Ich muss mal gucken. Ich glaube, wir müssen auch nichts einstellen. Voll HD, Full HD, volles Ballett. Ja, Englisch lassen wir. Das passt. Ich mag Gewitter. Ich stehe auf... Oh, jetzt habe ich wieder 5 Sachen im Kopf, aber ich mag Gewitter, ne? Ja, wenn ich gerade draußen stehe. Spiel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann willkommen bei Love, Sam. Okay, let's go. Bin mal sehr gespannt. Ja. Und Edzard, da geht's direkt schon los. Ja, Lautstärke ist gut. Bei dir passt es auch? Ja, ich denke schon. Vom Mikroausschlag sieht es auch sehr gut aus. Ach cool, man kann direkt das Licht anmachen. Man hört auch das Gewitter im Hintergrund. Hä, wie mache ich das an? Ach so. Einfach klicken. Das ist genau was für mich. Epilepsie direkt.
Was? Schalter. Was? Wo? Hast du das auch gesehen? Was ist das? Ist das ein Herz? Das ist ein Herz. Das ist ein Corazon. Wer kennt ihr Corazon? Oh, das ist süß. Das war ich. Hä? Okay, jetzt ist das Licht anscheinend hier angegangen. So ein Bewegungsmelder, I guess. Vielleicht. Ja, ein Schlachtenbild. Das würde ich mir nicht hinhängen. Kannst du mal durch den Spion gucken? Wir kommen nicht raus. Können wir durch den Spion gucken? Schade. Nö. Okay. Das erinnert, boah, kennst du Silent Hill 4 The Room? Ja, klar. Oh, daran erinnert, oh nein. Das ist so ein bisschen zu ähnlich. Oh nein. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß auch, wie ich das... Da war ich irgendwie, wie alt war ich da? 12? Das war 2004, 2005. Krass. War ich alleine zu Hause, meine Eltern waren nicht da und ich habe das gespielt. Das war... Oh no. Aber sonst eigentlich eine ganz schöne, süße Bude so, ne? Ja. Wo sind wir? Oh, 2010. Studentenbutze. Studentenbutze, et cetera. Ja. Und das ist, wo das wichtig ist, klar. Wichtig, ne? Dass es da wirklich auch so steht. Ja, wir wollen da jetzt keine Anekdoten starten, ne? Aber das ist immer ein Stissel im Bett, ne? Ganz so. Richtig, ne? Boah, es ist aber dunkel hier. Was haben wir denn im Kühlschrank? Pizzaränder. Bier. Ja, also das fühle ich mit der Pizza. Wollen wir schon sagen, was für ein Geschlecht hat die Person vielleicht? Also, wie der Kühlschrank so aussieht, aber es ist mir sehr stereotypisch, ne? Ja, das wäre sehr, also klischee, aber ich hätte jetzt eigentlich, also Sam kannst du ja wirklich, kann eigentlich mal eine Frau sein. Könnte eine Frau sein, könnte aber auch Typ sein, man weiß es nicht, ne? Also ich, haben wir ja irgendwo einen Spiegel, I guess not. Auf der anderen Seite, die Decke sieht eher weiblich aus, ne? Stimmt, das, vielleicht können wir das ergründen, die Decke? Die Decke auf dem Bett meine ich jetzt, so Überwurf. Ach, die würde ich mir auch gönnen. Mit so Noppen, ne? Na, warum nicht? Oh. Was ist das denn? Ey, der hat auch gute Kopfhörer oder die am Start. Four Team Lives, okay. Wahrscheinlich, Hier ein paar Sachen. Das ist aber auch so Uniform. Kleider einfach. Das kann auch alles sein. Ja. Da ist noch ein Lichtschalter. Also ich würde sagen, wir sind Vampir, etc. Ja, das ist gut, dass wir haben. Spricht auf jeden Fall für uns. Schönes Traum, ey. Interessant. Boah, Alter, was war das für Bass, etc.? Das ist krass. Ja. Mega. Junge, Junge, volles Ballett hier, die Dinger. Ja. Das ist halt ein Klo, oder? Ich weiß nicht, was da das leere Klorollen, oder sind das... Ja, das sind, glaube ich, Klorollen. Personen hat die irgendwie nicht weggeworfen. Oder Taschenmösen, na, ich auch nicht. Ich glaube nicht. Hier direkt los. Hier ist einfach ist das Müll Origami? Drin. Müll oder Origami? Ah, ne, hier ist... Ruhigkeit. Das ist als... Warum, ne? Licht, aber ein Bleistift. Hey, wozu kann ich das machen? Vielleicht brauchen wir den Bleistift später für was. Four das ist wieder Four Team Lives oder Four. Aber noch Team kann ich nicht sagen, ob wir Mann oder Frau sind. Ich sag jetzt einfach mal, schwierig, ne? Sam ist ein... Ja gut, sind wir damit angesprochen? Ich weiß es nicht. Na, wir brauchen den Bleistift gleich anscheinend für... Oh, kann man den braten? Oh, schade. Okay, auf jeden Fall. Jo, wir haben ja, glaube ich, hier ist ein bisschen dunkel, Edzard, aber... Ja, vielleicht muss ja nicht schaffen. Und wir haben... 2014 abends wahrscheinlich, ist ja draußen dunkel, ne? Vor allem, ich finde das aber geil. Du hörst den Sekundenzeiger, ne? Ja, man hört die Uhr. Aber... Es bewegt sich nicht wirklich. Es sieht nicht so aus, als würde sich die Uhr bewegen, das stimmt. Das ist auch interessant. Das ist halt auf Wish bestellt. Also die geht zweimal am Tag richtig, das reicht kann ja, ne? Auch sein. Das ist so meine Lebensanstellung. Das ist okay. Ja, okay, also hier ist jetzt so ein Pfeil. Ah, guck mal, da ist so ein Buch. Ja, du kannst den Bleistift nehmen. Throw that shit away. Und guck mal, hier auch Pizza, das ist mein Lebensstil. Ja, my dirty little secrets. Okay, read on to move on, okay. My dirty little secrets. Okay, I'm intrigued. Wie geht das auf, Edzard? Hä? Guck mal, da liegt auch eine Dr. Pepper oder so. Nee, ja, ein Bier. Das ist Bier, glaube ich. Da steht tatsächlich Bier. Schrank. Ja. Aber wie mache ich das? Ah, okay. Ah, nach rechts klicken. The last human on Earth was sitting alone in a room. There came a knock on the door. Ich hoffe nicht, bitte nicht. Bitte, ich hab jetzt... Ich kann mich schon jetzt nicht so drehen, weißt du, das macht mir schon Paranoia. I've never cared for keeping a diary, but now seems to be a good time to start keeping one. Why? Because after all these years, I just can't forget about what used to be the light of my life. Oh, das ist so süß. I know. Oh, war dramatic much? Nope. Ich fühle das, ich finde das gut. Guck mal, wie süß diese Herzen da sind. Das ist schon süß, dass ihr es so gealtert. Knowing Brian calmer? Calmer? Okay. As much as I did, is bound to leave that big chunk of residue. Let's just say, this diary is what's left of our relationship. Oh, das ist traurig. Aber es ist immerhin süß. 3 years, no. 3 years have passed and the world around me is still the same. Well, except for me. I look like a mummified corpse. Oh my god.
What would B say if he saw me again? B left. Also, Rosa peaked in awe. The moment he graduated high school to go to a fancy college of his dreams. Since then, I could only rely on my memories of him to keep on going. I wonder if it was same for him too. Du kannst auch gerne lesen, genau. Aber ich finde das cool, dass man hier was lesen kann. So. When you love someone, his whole existence just gets etched into your brain. So no matter how much B changes, I will always know it's him. But will B do the same for me? I love B, but he was not the most likely person to remember stuff. It's been 3 years, so it's possible he did forget about me. Or am I giving him too little credit? So, here comes the big question. Will he remember me? Jetzt mal ein Bass reinspielen. Circle your answer. Oh krass, so ein Ouija-Board. Oh mein Gott. Kann ich hier was... Aber ich kann den Stift... Doch, doch. Jetzt so, ja. Circle your answer. Aber was für eine Answer? Ja, was, ob er sie an sie erinnert. Ja, dann ja, natürlich. Yes, ne? Hätte ich auch gesagt. Hallo, es wäre sonst voll traurig, wenn die sich... Ja. Also, sie haben ja schon ein Verhältnis, also so richtig. Sich gut gekannt. Ja. Who am I kidding? It's B we are talking about. We didn't have the most perfect relationship, but he won't just dump his memory of me down the toilet or something. He's too much of a nice guy for that. And don't forget Q. Wie süß ist das denn? So, so klein, so Schriftgröße 1,5. Ja. I just hope our time together was meaningful enough to him. Enough to make him cherish even the darkest ones. No, das... Speaking of cherishable memories, I wonder what happened to Joe's diner. Used to be my favorite place, naturally because it was B's favorite place to begin with. If there were two things that were good for Rose and Peak, it would be Brian and Joe's diner. Hmm. Home of the best pancakes in the world. Brian Comer. Hmm. Oh, you give the five... Ja, aber erstmal so... Erstmal auch 5 Pentagramme gegeben. Ja. Erstmal 5 Pentagramme. Was ich möchte einmal erwähnen, Rose and Peak erinnert mich ein bisschen an Twin Peaks. Der Name, ne? Ja, ich frage mich sowieso, wo wir sind. Also, obviously irgendwo in den USA, aber wo? Keine Ahnung. Ja, irgendwo. Irgendwo. Stell dir vor, er steht gleich so irgendwo. Okay, alles klar, das reicht für die Story. Things were so much easier back then. He would just go, hey. And I would be like, hi. Nothing but hanging out after that with some occasional visit to Colton Hill. We had such a good thing going. Wenn ich Hill höre, denke ich an... Silent Hill. Ich habe schon ein bisschen, ne? Ja, aber die haben sich wohl auch schon ein bisschen länger gekannt. Will he remember my voice? Will he say hey to me again? Did time already ruin our moments? Das war die Explos. Oh mein Gott, what the fuck? Wo kommt das immer? Scheiße, was? Einfach aus der Luft. Hä? Musst du annehmen. Dreh mal aber auf. Wie? Leg den Stift mal weg. Wie? Wo? Ah, okay. Ah, jetzt können wir. Nehmen wir an. Wie? Ah ja, okay. Hallo? Alter, wir stöten ans Mikro. Ja. Unhöflich. Gut. Also das ist, also. Stell dir vor. Ruf so mal, ja, hallo, ich hätte gerne Pizza. Schwere Atmen. Oh mein Gott. Ich glaube, du kannst es wieder weglegen. Ah, mit Rechtsklick. Okay, okay, okay. Ah. Aber das war jetzt auch, sag ich mal, Beatbox, es geht erstmal Ballett, das Ding. Wo kam das jetzt her, really? Das ist ja schon mal lustig. I just wanted to say hello every time I called him. But what I want to do and can do are two different things. Just enjoying B's presence on the other side of the phone was satisfying too, in a way though. Das kann ich nachvollziehen. Hey! Hey! He was so eager to know who was calling him in the middle of the night. Hi. Oh no, shit, haben wir ihn angerufen? Ja, das war gruselig. Ja, aber wir jetzt, also... What the fuck? Das Fenster ist aufgegangen. Weil hier... Oh mein Gott, das ist ja... Warum? Lass mal kurz gucken, ob da was ist. Aber was steht da? I wish I could sneak into people's minds. Look beyond the eyes just by staring. Okay, aber das war jetzt... Okay. Können wir einmal aus dem Fenster gucken, eventuell? Ich will nicht. Ich kann das wieder runter machen auch. Okay. Aber da ist nix, ne? Nö, ich sehe nur Regen. Okay.
Und Darkness, The Void. Okay, aber das geht ja schon mal gut los. Hä? War das gerade da? Nein, war nicht. Hä? Okay. August 21st, 2006. That is a debut outfit. I admire your confidence, Sam. And with that, my whole high school years were probably over. Okay. First day of new school and the new girl in town. Okay, girl. Ja, also, okay. The town got classified as undesirable by what seems to be the queen of Wayright Academy. I spent the last night telling myself, confidence, Sam, confidence. Also sind wir Sam? Ja, anscheinend. Ja, ne? Weil hier, wir haben B. Brian. Sind wir Sam, ja. Ist ja auch das. Ja. It looks like I should have spent that time picking better clothes. I try not to care too much about blending in, but these kids already look at me like I'm a candy. Handed out by strangers. The package seems fine, but you know, there's something fishy in there. Okay, das ist hart. Judging from their whispers, I could figure out they didn't know Wayright even accepted the transfers. It's been less than 24 hours since I moved to Rosen Peak, and I already enjoy sitting alone in my dorm room more than attempt. Ach so, das ist also doch so eine Dorm, ne? Ja. More than attempt socializing with people who call me a city girl. Well, screw you, two hillbillies. Oh. Besides, I decided not to force myself into making friends after how many old friends decided to turn on me. I just hope these guys leave me alone at least. Keeping a diary sure can help keep things together in all these chaos, in all the chaos. I haven't kept a diary since kindergarten. Das ist auch so geil, ne? Kindergarten. Ja, einfach so ein super Wort. Ja, so, wir haben kein Wort dafür. Kindergarten, das nehmen wir in Form die deutsche Sprache. Einfach in. Ja, geil. Eingeenglisch, genau. But this seems like a good time to restart. Kudos to Mom for giving me the advice. Oh. Now entering Rosen Peak, okay. Oh, shoot. Almost forgot calling her. Why too late, diary? My only true friend. Love, Sam. Okay, da haben wir den Titel des Spiels. Ja. Ah, okay, toll. Das ist danke, dass du es rausgekommen hast, dass man es größer machen kann. Aber das ist ja eine gute Schrift, kann man ja lesen. Ja. Okay, also das... Ich weiß nicht, was das ist. Vor allem... Okay, das haben wir... Also, haben wir das schon gelesen? Will be remember the moment he came into my life? Nee, das hatten wir noch nicht. Nee, das hatten wir noch nicht. For me, it is as clear as the moment he left. So clear that the downfall of our relationship still cuts deep into my heart. Oh, das ist... Oh, okay. Aber woher kommt jetzt der Ketchup da, das Daddy, das den im Ketchup? Das weiß ich auch nicht. Aber das ist schon... Also ich fühle das auf jeden Fall schon. Ne? Das ja, ist schon traurig. Ja. Yeah, life in Rosen Peak was a jar filled with bittersweet candies. Okay, na diese Dinger, wie süß diese Zeichnungen sind. Ja. Not exactly tasteful, but I learned to enjoy it. Nevertheless, it's where my heart lies. Ja. Hä? Ja. Warum? Guck mal, jetzt ist das gerade so shady gewesen und nur lies stand. Lies? Lügen? Ja, also jetzt, das ist so. Warte mal, wird das genauso geschrieben? Ich bin gerade dumm. Ja, das wird genauso ja, ne? Geschrieben. Ja. Okay. Wrote a poem in B's memory. He used to struggle with Miss Lacey's poetry practices. If he didn't have to try that hard. Miss Leslie always told us, poetry is not about using fancy words. Let your feelings do all the work. Oh. Well, this is how I feel. Okay, oh, das ist süß gezeichnet. Ja. So, oh, guck mal, voll süß, Edzardler. I stand at his doorstep, heart filled with desire. Oh, das ist so süß. He rushed down the stairs, heart red like fire. Oh mein Gott. But before his spirit can soar first, he must answer the door. Oh mein Gott, okay. Das ist, ja, not bad at all. Knock, knock. What the fuck? Oh nee. Erschreckt haben, wir müssen jetzt ja. Wahrscheinlich. Also noch geht's, aber ich habe ja. So eine Befürchtung, ehrlich gesagt. Hm. Ich habe Befürchtung. Warum können wir die Lampe... Kann ich das anlassen? Nee. Das, wow. Das waren wir, glaube ich, mit dem Stuhl. Ach so. Ich habe das voll rechts in mein rechtes Ohr gebohrt. So, ja, wo kommt dieses Geräusch erst, aber... So, die Stuhl. Ich will nicht. Ist doch so dumm. Warum ist das jetzt schon wieder... Okay, danke. Das ist sehr komisch mit dem Licht. Immer noch mal überprüfen. Das würde ich mir immer noch nicht hinhängen. Das ist voll lustig. Ah, jetzt können wir gucken, oder? Alter, was ist denn das für ein Flur? Ach nee, das ist... Ey, das ist irgendwie dunkel. Oh mein Gott, das hat voll die Silent Hill 4 Vibes. Ja. Oh nein. I don't want to. Oh.
Okay, da war jetzt nix. Oder? Noch war da nix. Das bin ich, ne? Also das bin ich. Raus! Steht jetzt, oh mein Gott, wer ist da an der Tür? Ihre Pizza, Elzadler! Oh no. Er hat die Uhr sich eigentlich bewegt. Ach so, guter Punkt. Nee. Strange. Wir sind in einer Zeitschleife, aber 2010. Das ist schon ein bisschen länger her, ne? Es waren noch Zeiten, 2010. Das war Zeit, da habe ich vor Abi-Feiern und so gehabt. Das war noch vor der Uni. Uni war ich erst 2011, Ende 11. Ja, da war ich noch auf Realschule in 2010. Da war ich noch jung. Ja. Okay, da ist schon wieder ein Zettel. Jetzt haben wir wieder einen Zettel bekommen. Aber sonst ist hier nichts anders, oder? Ich gehe mal aufs Klo. Ja. Oh mein Gott, vielleicht kommt der Poop-Killer. Maybe that's a reference you don't get, aber das erzählen wir vielleicht später mal. Ja. Merkt euch, Poop-Killer. Ja. Aber das ist einfach ein Traum. Also das ist... Das fehlende Spiegelbild. Boah, aber dieser Bass. Und der Bass, wenn... Warum knallt der Bass dabei so? So, lass okay. Die Tür zur Toilette einfach, als sie selber zugegangen. Okay. Warum kann ich, guck mal, jetzt kann ich so richtiges 360-Spin hier. Oh mein... Oh, das ist toll. Das ist... Gut, dass der Akku... Schon schön, dass... aber das ist jetzt wieder neu. Das ist neu, anscheinend, ja. August 22nd, 2006. Willst du es nicht größer machen? Okay, ach ja. Oder willst du lesen, also wie du möchtest? Ich finde ja, das, find das cool, das Lied lesen. Es macht Spaß. Face of the Classic. For your interest, she's the one who talked crap about my favorite vintage shirt. It's like she jumped straight out of the cheesy teen drama. Blonde, hot, always talking, and a cheerleader. She even has a beefy jockbro boyfriend, I'm sorry. It's alright. I didn't want to start talking shit about someone already, but how could I resist? Every time I get on Stacey's view, triggered an obvious backbite. I'm seriously starting to think she's under a curse that kills her if she stopped talking about someone else. Sadly, coping with her bitchiness wasn't the hardest part of the day. Mom called again. As far as she knows, it's just rainbows and butterflies here in Rosenpeak. I can still remember the complicated face she made when I told her that my application was accepted by Ray White. None of us were expecting them to approve a transfer request of an 11th grader. Even if she told me, she understands my move to my need to move out of the city. I really feel guilty for leaving her alone, even if it's dad's fault our family is torn apart like this. Oh, das ist auch schon wieder schwierig. You already used up your last runaway chance, Sam. Get your shit together. It's not for you. For mom. Okay, ah, es klingt schon wieder nach schwierigen Verhältnissen auf jeden Fall. Ja, schwierige Familienverhältnisse, dann noch die Schule. Ja. Nicht so einfach. Und dann auch gewisse Leute, auf die man verzichten könnte. Ja, es ist nicht so gut. Oh, aber das Bild. Okay, ganz das ist 2006. Easy. Okay, und wir haben jetzt 2010. Ja, also ist das so, also lebt sie roundabout 4 Jahre hier in diesem Dorm. Das Bild, was da noch dabei ist. Das ist süß, hä? Warum ist sie... Ich will mich jetzt nicht ohne die Tür auf. Da müssen wir bleiben. Hey. Warte. Hey. Okay. Komm, wir drehen uns um. Wir müssen. Vor allem, warum ist das Handy leer? Weiß ich nicht. Gerade. Ah, guck mal, wir hängen die Briefe da oben auf. Oh, was? Aber ich will mich nicht umdrehen. 1, 2, 3. Die Tür ist zu, oder? Oh, das ist ja noch alles harmlos. Ja. Warum muss ich... Ich finde es nur bescheuert, dass das Licht immer aus ist. Dann weiß man auch nicht, ob da irgendwie jemand ist. Der komische Lüftungsschacht oben ist. Ja, das ist. Das ist, wenn der Poop killer. Wenn das ist, wir müssen abziehen, ne? Nicht vergessen. Ja, ganz wichtig. Ja, das ist. Also. Ja. Okay, aber was ist. Ist was passiert? Ist alles normal. Die Uhr ist immer noch. Immer noch. Ja, es ist irgendwie. Okay. Ist. Irgendwas ist. Ist irgendwas aus oder angegangen? Nee, oder irgendwas? Oder bin ich jetzt? Ich habe schon ein paar neue. Nee, ich glaube, es ist immer noch genau wie vorher, aber vielleicht fällt mir das auch nicht auf. What the fuck is this? Oh, the Wayward Kids were so predictable. Also other Wayward Kids were so predictable. The doors were already open even before I put my hand on the knob. Okay. But B's door was closed shut and so beautifully painted. Everyone liked him, but couldn't get him to open up. Okay, dann verstehe ich das. Kann man mit diesem Symbolik. So richtig Dulli lächeln. Hallo. Ja, das passt ja gar nicht zu der Person auf. Irgendwie nicht, ne? Das ist zu der Beschreibung. Dass du I knew there was something more behind that pretty pint. Something behind his bright smile.
Das ist das, wo ich vorgestern mit Aldona drüber geredet habe. So, dass wir lustig sind, versuchen gute Laune zu haben, aber ja, wir alle unsere Stories haben. Man setzt halt Probleme. Immer seine Maske auf bei verschiedenen Leuten, das ist leider so. Ich sag mal, kann ich aber auch verstehen. Hm. Weil du willst ja auch nicht jedem alles unbedingt anvertrauen. Und es ist auch gut, an sich positiv zu sein. Ja. Und ich finde, wenn man einen Vertrauensvorschuss gibt und sich öffnet, ist das auch okay. Wenn man ja, Leute klar. Findet, die... Das ist immer ganz cool dann. Ja. But on the other hand, being able to hang out with him was a good enough blessing for me. Oh, okay. Enough to make me want to never leave his side. Ever. Das ist schon okay. Ein bisschen... Es klingt so ein bisschen, ja? Oh nein. Wo ist der Regen? Es ist so ruhig geworden. Boah, diese Uhr klickt immer nicht. Also, ja. Warum ist der Regen weg? Warum ist er aus? Wer hat es down gemacht? Wer hat es ausgestellt? Warst du es? Nee, war's nicht. Warum ist da jetzt so ein Ding? Warum ist da... Es kommt näher. Wieso kann ich mich nicht... Oh, okay. Jörg. Hey. Oh, what the fuck? Ah! Scheiße, warum? Was geht, Alter? Ich muss nicht wieder anmachen. Hä, ich seh nix. Ich seh nix. Warte, mach jetzt mal. Ach du Scheiße, was war das denn, Alter? Ey, ich seh überhaupt nix. Da war okay. Die Lampe. Oh. Okay, wir müssen das andere Licht auch wieder anmachen. Es ist dunkel, das ist so dunkel, ne? Wo ist der Lichtschalter? Oh nein. No! Geht nicht. Oh nee, ist der Strom weg? Oder aber wieso geht das an? Hä? Ey, das macht mir meistens Angst. Hast du es gerade gehört mit der Tür? Ja, warum geht das immer zu? Ach, das sollte sparen. Ja, das macht mir gerade am meisten Angst. Weil mehr macht diese Tür zu. Der Wind. Ja. Ja, ich glaube, das war's. Der Sturm hat die, den, Boah, ich sehe nichts. Dann müssen wir zum Tisch zurück. Es hilft nichts. Oh! Oh, okay, Licht. Perfekt. Bleib einfach hier. Essen und Licht. Hier haben wir eine Pizza. Ah, geil. Was ist das für ein Bier eigentlich jetzt? Eigentlich ein Bier. Das steht wirklich Bier. Das steht nur Bier. Ich sehe wirklich Scheiß. Was machen wir denn jetzt? Oh, ich will hier. Oh, jetzt kommt aber wieso ist der Regen aus? Ah, jetzt nicht mehr. Okay. Hä, jetzt ist hier Licht, aber. Ja, das. Jetzt ist es wieder ausgegangen. Sehr suspekt. Oh. Okay. Aber das ist schon mal jetzt, also diese Hand war jetzt schon. Oh, ah, schon wieder, ist ein neuer Brief. Ich achte da aber auch nie drauf. Weißt du, man steht hier auf, denkt so, ist hier irgendwas anderes, plötzlich liegt da einfach was anderes rum. Okay. August 26, 2006, also wir sind immer noch 2006. Ja. My first Rosen Peak Weekend. As the name itself gives away, the small town fits perfectly as a setting for a mystery horror genre. Toll. Schön. Okay, das ist ja gut zu wissen. Lush forest, endless hills. And a lake that I'm certain is hiding a couple of dead bodies. Yay. Gute Info. I could pay a visit to the lake one day and take some gorgeous shots. Well, das wäre auch meine Attitude. As for now, I'm just gonna leave those POI. Was heißt das? Point of interest. Ah, okay. Okay. Thanks. Ja. Nice. Das ist das, habe ich jetzt nicht am Schirm. On my To-Do-List, which is already filled with crazy amount of homework. And I now know why youngsters of Wayward will try their best to get as far away from school as possible after class. To escape from choking on the pressure that teachers give them. Das kann ich auch nachvollziehen. Even on weekdays, the pretty girls like Stacy will have their boyfriends give them a ride. And others make use of the power of public transportation to get into the more crowded parts of town. It does feel too quiet with no one left in school, but at least I don't feel as lonely as I was in San Diego. Okay? At least I don't have to watch everyone I know turn their faces away like I'm some kind of a demon spawn. Wow. Ich würde es interessant finden, wenn ich sie sehen würde, das war so, damn! Und dann ist sie damn, doch. Woo. Ja, genau. So, hallo, willst du Etzatla mal Instagram tauschen? At least I don't have to be reminded how fucked up things can be in a single moment. Moving on won't be easy, but as long as I keep myself busy, it won't be that hard. So, I wonder how I should spend this afternoon. Write you later. Love, Sam. Okay.
Jetzt wissen wir schon wieder ein bisschen mehr, ne? Über ja, die also ich finde das ist schon sehr nice gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das Spiel entwickelt haben, aber ich glaube auch nur eine Handvoll. Ja, das war. Also ich finde das schon krass, so was sie da so rausholen. Also, ja, die haben gute Ideen reingebracht. Und mittlerweile auch so von der Ambient, also von der vom Setting, von der Grafik, vom Sound, auch schon richtig cool. Ja. I like. B was already pushing his limits. Well, it was more like he was always being pushed, but he was good at it. That's why he naturally became the best quarterback of the team while maintaining a high grade for a star player, okay? Was? Damn! Was der Typ? Oh, was ist das? SB. Achso, Sam und Brian. Okay. Ja. B was the best quarterback Wainwright could ask for. Seeing him running as... seeing him running all sweaty on the field always triggered something tingly within me, okay? Something that made me want to catch him behind his back and never let go. Oh. Und dann erstmal Corazons. Was von? Corazonitos. Corazonitos. All sorts of feelings and thoughts were pumped restlessly into my brain with every heartbeat. It gave me a bad headache. A good kind of bad headache. Okay. Okay, alles klar, ich habe alles verstanden. I wanted it to stop. I wanted it to never stop. Okay, das ist, ja, ist ein bisschen ambivalent, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, definitiv. But as soon as B gave me that hey, all those headaches were washed away. Mm-hmm. It used to be the best description I could ask for. Hi, smile. Hä, ist das eine Augenbraue? Da fehlt irgendwie noch was. Ne? Ja, meinst du? Ich kann zu sagen, ob das eine Augenbraue oder eine Lippe ist oder Mund. Aber hier sind so Härchen, Edzardler. Ja, könnte auch eine Augenbraue sein. Aber warum ist das so rot gesquared? Ja, keine Ahnung. Take away the pain and let only the good things stay. Hey. Hey. Hä? Warum kann ich jetzt den Zettel nehmen? Dieses Geräusch. Ja, wir müssen das anscheinend irgendwo hinkleben, aber wohin? Okay, let's stand up and give it a try. Warum ist das jetzt schon wieder so dunkel? Schwierig, ja, wir können es auch anscheinend nur in dem Heft benutzen vielleicht. Ja, okay. Ah, ich hab, das müssen wir bestimmt in das Ding kleben, ich habe eine Idee. Oh my God! Okay, es war doch ein Auge. Ja, aber... Kann ich das da draufkleben? Oh, danke. Ja, danke, Glück, das ist besser. Ja, weg damit, ehrlich. Ja, tschüss, natürlich. Weg. Über. Oh. Oh. Right. Willst du? Okay. Ja. August 31st, 2006. For boarding school, Wainwright intellectuals are not that interested in becoming intelligent. Okay. I visited the library for Miss Leslie's book assignment today, and two things surprised me. First, the place was much bigger than the one in my old school. Someone could get lost here. Second, I had a strong feeling that people rarely visited the library. Maybe because they feared being lost in there. The place was too clean. Even the bookshop did a sign of human touch. I wonder if Stacy's even thinking of picking the book. With her admiring her boyfriend's Kyle's tattoo all day. I doubt she has spare time to do that. Is she depending on Kyle to do the right reading for her? Seriously? According to what I saw so far, he's either busy reacting to whatever's coming out of Stacy's mouth, or working up some shenanigans with his jock buddy. Brian, was it? So yeah, right. In the meantime, I should be more concerned about myself than the well-being of the whole school. Okay. Das heißt, Brian und sie haben sich wohl auch so ein bisschen besser verstanden. Ja, was interessant. Das heißt, er war ja quasi mit Kyle dann auch befreundet, der Brian, ne? Das ist interessant, ja. Ja, also hatten ja alle schon ein bisschen was miteinander zu tun. Ja. Also wirkt jetzt bisher, bis zum bisherigen Zeitpunkt so, dass Sam dann eher so ein bisschen so der Wegkontakt war, so ein bisschen. Mhm. Also Brian hatte dann mit dieser Stace und Kyle zu tun, die waren so ein bisschen irgendwie mehr so, ja, aus welchen Gründen auch immer. Ja, halt dahin. Ja, war so ein bisschen irgendwie so das fünfte Rad am Wagen. Ja, maybe. Weiß man natürlich noch nicht. Wobei die auch essen waren in diesem Diner. Aber richtig. Na, mal schauen. Ja. Open those eyes, no need for words. The sweetest love songs, those eyes, others. Okay, was kommt jetzt? Ooh, what the? So turn around and sing for me. Du hast rechts gehört. Ja. War es der Lichtschalter?
Oh, das ist voll gruselig. Ja, wenn wir uns jetzt umdrehen, spooky as shit, müssen wir uns wieder umdrehen. Oh nein. Oh nee. Ah. Also das ist bisher das Angsteinflößte war die Tür, ganz ehrlich. Ja. Aber die Hand war auch schon. Oh, what the fuck. Okay, ich bin auch erschreckt. Ja, ich auch. Also, what the fuck is here? Alter, wie sieht das aus? So wie bei mir, wenn ich gut gegessen habe. Nee, aber... Okay, das war es vorher da? Nee, ich glaube, so viel... Ich glaube, wir hatten gerade noch Hunger. Aber das hier ist ein bisschen... Was ist das? Ein Ast oder was? Aus Ast und Blut. Oh, kann ich das hauen? Ein Ast und Blut. Ja, das ist... Oder Ketchup. Komm, wir sind jetzt euphemistisch. Das ist Ketchup. Guck mal, wir wollen das auf die Pizza machen. Und weißt du, was ich meine? Ja. Da sind immer noch Wichstücher, warum auch immer. Verstehe ich jetzt nicht, warum. Hey, man kann diesen Schrank da öffnen. Boah, der Bass! Das ist krass, der Bass. Warum ist das so spacey? Ja. Kann ich da... Den Ast backen, ja. Komm, ey, ich mach... Die Story müssen wir jetzt mal erzählen. Was weißt du? Von der Pizza in der Mikrowelle. Ich weiß nicht, ob ich... Manche kennen das vielleicht von Instagram, wie hier meine Aussicht ist und so. Ne? Das kann ich ja mal erzählen. Das ist ja... Ja, welche was von. Aber ich habe da den Ofen nicht angeschlossen gehabt, Edzard da. Und ich dachte mir, weißt du was, machst du dir eine Pizza in der Mikrowelle fertig? Und dann habe ich die auf volles Ballett gefahren, die war eine halbe Stunde oder so, ne? Und ich saß hier, hab gezockt, plötzlich rieche ich so, da ist aber irgendwas am Kokeln, ne? Natürlich war es die Pizza. Ich mach das Ding auf, war das halt schon so voll am Kokeln und Brennen. Und das Ding war einfach schwarz. Und das Ding war hart wie ein Stein, wie so ein Backstein. Ich so, baba, hab das auf diesen Küchen, ne? Ich so, baba, Alter, da kannst du mich mit erschlagen. Und dann dachte ich mir so, weißt du was, kannst du eh nicht mehr essen, habe ich die vom Balkon so, und du hörst so, in den Büschen da versenken. Ich so, irgendwer kann das schon essen, ne? Das ist einfach ein Traum gewesen, ne? Und das erinnert mich irgendwie gerade daran, wo ich diese Pizzen sehe. Ja. Alter, das war... Ah, so geil. Ich frage mich echt, ob das irgendwas irgendwie so ein altes Eichhörnchen gegessen hat oder so, keine Ahnung. Oh no. Weil ich dann so, ne, keinen Bock mehr. Ja, ne, also so mal eine Anekdote dazu. Boah, so schlimm hier, aber guck mal, ich hatte gerade einfach Hunger, deswegen habe ich hier... Ja, das kann auch sein, ne? Das okay, hat sich nicht viel Pizza getan. Aber wieso ist hier ein Ast drin? Also das hat ja wieder irgendeine Bedeutung. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt brauchen. Ob wir irgendwas erschlagen haben. Mhm. Weil ich wundere mich immer, ob sich dann auch bei sowas hier irgendwo so Details ändern. Weißt du, was ich meine? Ja. Also die Uhr ändert sich nicht, der Kalender, die Wichsrolle ist immer noch da. Also so, oh, das Licht geht nicht mehr an. Das Licht ist immer noch aus. Wir sind immer noch ein Vampir. Der Bass kickt hart. Alter, das ist so komisch, wenn das so dunkel ist. Ja, aber wir können den Ast jetzt da hinlegen. Ah, ja. Auch immer, ja, dann können wir, falls einer kommt, können wir ihn direkt erschlagen. Das ist schon mal gut. Ja, ist doch wahr. Ja. Ja. Aber guck mal, so turn around and sing for me. Mhm. Ich habe jetzt noch keinen Typen, oder, also die Hand war schon, aber... Ja. I miss him. Even when I'm with him, I see him. Even when he's not looking. Ist schon ein bisschen creepy. Na... Also Liebe und so ist ein Thema, könnten wir uns jetzt, ne, dass ich darüber unterhalte. Manche kennen meine Story. Mhm. Aber es gibt so einen Punkt, da musst du merken, ja, das ist vielleicht nicht so gesund dann mehr und dann vielleicht auch für die andere Person nicht unbedingt angenehm. Also dann sollte man vielleicht. Aber mal cool, ich bin gespannt, was da. Mal, jetzt sind wir einen Monat weiter, zwei? Ja, das ist jetzt, glaube ich, im Juli hat das angefangen. Und alright. Ja. Okay, visited the library again. A bit more people than before. And among them was Brian. It's not worth a bother, but seeing a major skank's boyfriend's butt wandering around in a library is uncanny by anyone's standards. He must have been there to pick the book for Miss Lacey's assignment. I almost got too close to him, trying to see what he was going to pick. I really hope you didn't notice that. I'd rather be known as a regular geek than a creepy one. Woe is me! Hate to admit, but seeing Brian at the library was today's only diary-worthy event. Probably because it's the only human interaction that didn't give me the sensation of someone talking behind my back. At least today's entry is a tad more meaningful than what I wrote yesterday. I need to revise my book options now, write you later. Love, Sam. Interessanterweise wirkt sie in diesen Texten immer nicht ganz so krass da drauf, ne? Also so fokussiert auf ihn. Ich finde, da wirkt es so normal eher. Und in dem Tagebuch ist sie so ein bisschen mehr so
Aber ich weiß es nicht. Das kann jetzt auch nur eine Vermutung sein. Ja gut, also das, also ich finde das Tagebuch wirklich so ein bisschen obsessed. Mhm. Jetzt diese Letters hier. Ja. Ein bisschen zurückhaltender. Ja. Aber schon zu, also sehr Brian bezogen. Also ja, offensichtlich. Stimmt. So, oh, hoffentlich so hat er das gesehen und ich will sehen, was er da hat. Ja, ja, stimmt. Schon. Was nachvollziehbar ist, aber ich bin gespannt, wo sich das hinentwickelt. Ne? Also. Ja. Und warum das jetzt vor allem so eine creepy hier Atmosphäre hat. Also es muss ja irgendeinen Hintergrund irgendwas haben. Irgendwas muss passieren. Ja, genau. Ja. And one day he will start looking for me too. Okay, das ist schon, also ich weiß ja nicht, ne? Das ist schon ein bisschen krass. Ja. Sind drüber. Was will er da, will sie da was forcen, ne? Ja. Warum? Weil er irgendwas im Text. Ah, ich gucke einfach nicht. Only to realize I was with him the whole time. Like a boogeyman under a sleeping child's bed. Deswegen war da gerade dieses Licht flackern. Wie immer der Boogeyman. Oh nein. Aber warum der Ast jetzt? Ich weiß es noch nicht. Aber das ist schon cool gemacht. Oh nein, wir müssen aufstehen. Okay. Ich muss mich ja nicht umdrehen. Ich kann diesen Regen. Bleib ja, einfach hier. Der Regen ist auch schön. Schön, guck mal, also das ist halt. Das ist ganz nett, haben sie es hier. Ja. Nett, sie aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg. Geil. Ach, das Licht ist wieder an. Ah, ja. Hä, ist das da neu? Ja. Ja, toll. Unterm Bett. Super. Nein, wir müssen noch. Oh, nee. Ich glaube. Warum? Kommen wir da dran? Warum? Warum? Aber wir kommen da gar nicht dran so. Müssen den Ast vielleicht benutzen. Ah, gute Idee. Ich habe gerade überlegt, das ist ja, ja natürliche Armverlängerung. Genau. Ah. Ich will nicht. Ich will. Boah, ich glaube, jetzt haben auch so ein paar. Okay. Ah. Muss das sein? Ja, ich. Unangenehm. Mhm. Unangenehm. Ja, das Geräusch auch. Ah, jetzt klingt wie so Fleisch oder so. Ja. Ach, das ist wieder so ein Letter. Das ist auch so ein Letter. September 7th, 2006. It was Mr. Kane's 9th psychology class and he still managed to come up with another lame activity. This time, he gave each of us a mask and made us express our personalities by drawing on it. Again, this was psychology class. Ah, das ist interessant, das wieder mit so Masken, ne? Mm. The last thing I want to do right now is open up to others. So, for the next 30 cringy minutes, I managed to create one of the most basic personality masks one can imagine. If my mask were a cover letter, it would start with, I'm a people person. But it's not the dumb exercise that's bugging me right now. When the masks were being passed around, Brian, yep, him again, kinda smiled at me. Ooh. It's 11 PM now, why am I writing about this? It's most likely an accidental glance, but I still don't know why the very image hovered in my head for the rest of the class. I can imagine why. Yeah. Okay, the rest of the day. Stupid brain props want an excuse for screwing up today's math test. Oh, das fühle ich, wenn dein Gehirn wieder Ballett fährt. Ja. Das ist, get off my, out of my blue. Okay, das ist super. Okay. Ja, get out! Ist sehr unangenehm manchmal. Oh, genau. Ja, das ist unangenehm. Gedanken an jemanden. Oh mein Gott, what the fuck? Da war der Boogeyman. Alter, voll. So. Da ist ja voll geflankt. Ich kann nicht mehr. Ey, das ist genial, ist einfach ein Traum. Einfach Scheiße. Aber das war gut jetzt, das war lustig. Das war lustig, lustig gut. Ja. Ich werde hinterher mir noch in die Hose, weil ich sehe es jetzt schon. Also mit der Tür, wie gesagt, das. Die macht mir Angst. Mm, aber wir müssen es da dran machen, ja. Ich gehe nach Hause. Ach, ich bin ja zu Hause. Das Blut ist weg. Das ist merkwürdig. Wer hat's aufgegessen? Ach, das war, wie gesagt, das war ja Ketchup. Ja. Wir hatten keinen mehr und haben den benutzt ja, noch für das letzte Pizzastück. Ja, ja. Ja, also ist halt auch okay. Ja. Escape Impossible. Ich bleib einfach. So. Wir verstecken uns. Ist das okay? Im Schrank. Ja, ich. Ey, das ist wie ein Outlast. Oder wie, es gibt da so ein Spiel, ich komme nicht auf den Namen. Ah, wo du in so einem Hotel bist, da musst du dich so durchklicken, da musst du dich auch vor diesem Freak da irgendwie verstecken. Also ich sehe gerade nichts mehr. Ah, okay. Was?
Die Flasche ist gerade hier. Hast du gepupst? Achso, okay. Ich bin in Brücken gefallen. Ich habe mich voll erschreckt. Das geht aber noch nicht weiter. Irgendwas ist... Achso, hier diese Bilder. Das ist ganz süß. Ja, aber schon. Das ist, was weiß ich, was das sein soll überhaupt. Keine Ahnung. Das ist, ja, ist schwer zu erkennen. Irgendwie ist es schon. Wir hatten Hunger, obviously. Ja. Und der Stock ist weg, ne? Ja, den haben wir einmal benutzt und dann sofort wieder weg, wie man das so kennt. Oder der Typ hat den Stock behalten, der unter dem Bett war. Also danke, deswegen die Hände. Dankeschön. Oh! Das Licht geht wieder. Aber ja, ist jetzt gar nicht ein Spiegelbild. Hm. Boom. Boom, ja. Geil. So, let's go. Ja, was haben wir jetzt? Geht's. Abfahrt. Oh das nee. Ja, das hatten wir. Oh nee. What will be, remember me as a friend? A weirdo? A liar? A liar. After all, he didn't really know me. Like, really know me. No one did. Genau, was ich zu dem Lächeln sagen wollte, also das... Mhm. Manchmal kriegst du einfach nur so ein freundschaftliches Hi-Lächeln, weißt du? Ja. Wo man nicht zu viel interpretieren sollte oder reininterpretieren sollte. Aber es ist natürlich nett gemeint. Ja. Aber vielleicht steckt ja bei ihr auch mehr dahinter. Aber ich weiß es nicht. Man weiß es doch nicht, ne? I don't know. Keine Ahnung. Geld. I had to put on so many masks just to survive high school. Ja gut, bei den Leuten teilweise kann ich es aber verstehen. Ja, in Amerika, ne? Ja, auch diese eine da, das Girl da, dieses... Ja, die Stacy. Ja, genau. Ja. The me that be new was just layers and layers of fabricated image. Dann sag ihm doch einfach mal, ey, hast du Bock auf Edzardlane Lachspizza? Oder was weiß ich? Einfach sich mal. Aber so sie traut sich bestimmt nicht. Wobei, die war noch essen? Oder war das dann? Ich glaube, sie war alleine essen, weil er das dann empfohlen hat. Sie ist dann da hingegangen, weil er das empfohlen hat, weil sie dachte, oh, da muss ich das ja auch mal ausprobieren. Aber warum? Einfach, weil sie möchte halt gerne ihm impressen oder so. Aber dann geh doch zu ihm und sagst du, ey, du hast mir da Edzardla von diesem geilen Laden erklärt. Das wäre sinnvoll gewesen. Ja, aber sie kann das vielleicht nicht so. Ja, vielleicht ist sie ein bisschen schüchtern, ne? Aber warum ist das hier alles so spooky? Das muss einen Hintergrund haben. Also diese Einlines, diese... Wie war das? He will make... Oder I will make him... Remember me. Remember me. Hm. Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Okay, alles klar. I could never take them off. Die Masken. I couldn't let anyone see how vulnerable I was. Okay, das ist nachvollziehbar. I would have been eaten alive. Ja gut, bei diesen komischen Menschen verstehe ich's. Worse, B would have left me completely. Warum? Weiß ich doch gar nicht. Eben. Hä? Okay. Even when the fragile layer wore off, I couldn't take them off. Okay. So that's all I did. Cover up the holes before anyone could peek through. Hm. Das ist nicht keine gute Einstellung auf Dauer. Nee. Cover them up, don't let them see my face. Ja, sehe ich doch eh nicht im Spiegel, also fuck it. Ja. Was wunderschön. Nice. Mein linkes Ohr. Hörst du es auch? Ja, mein linkes Ohr. Ja, diese Stimmen. Find the lies. Ich will nicht, tschüss, oh, ich muss. Ja. Susura, Whispers. Die Uhr. Ey, wieso ist die Uhr jetzt schneller geworden? Also die kommen, glaube ich, vom Eingang, die Stimmen. Was? Vom Eingang kommen die Stimmen, glaube ich. Ja, das kann sein. Alter, willst du mich verarschen? Wir müssen irgendwas finden. Weißt du? Was? Was ist das? Ah, wir müssen das abdecken. Was denn? Das da? Das die, das da. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Noch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, scheiße, wir sind, glaube ich, am zu spät. Ja, wir sind gestorben, glaube ich. Okay, zweitens kommt die Uhr so. Jetzt sag bitte nicht von Anfang. Oh Gott sei Dank. Okay, eins ist im Schrank. Müssen die anderen beiden noch finden dann gleich. Okay. Auch zum Schrank. Let's go! Speedrun in that shit! Erstmal direkt zum Schrank, kann ich dann das erste. Umdrehen, ja. Go! In der Schublade vielleicht? Warte. Oder im Bad? Scheiße, kann man das irgendwie. Schrank? Nein. Anderer Schrank? Wenn wir die jetzt nochmal gefunden haben, können wir es ja nochmal versuchen. Ja, zum Glück ist das.
Aber hey, ich sehe keins mehr sonst. Du? Nee. Also ich aber es muss irgendwo noch was geben. Oben. Ja, da. Ah, da, go. Noch. Go, 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 Royal, okay. Nur noch eins, aber wo? Wo, ah. wo? Ja, hier bestimmt nicht mehr. Ja, schaffen wir jetzt Scheiße, nicht mehr, aber beim dritten Mal schaffen wir es. Ja. Ich, ist das hier irgendwo? Nee. Nee, im Wald ist es nicht. Ah, I'm gonna die! Hä? Wir haben irgendwo noch nicht geguckt. Jetzt kommt gleich wieder das Face. Na, okay. Ich hab dann gedacht, trotzdem. Oh. Siehst du, ich hab die so erschrocken, bin ja direkt auf die Taste gekommen. Okay, let's go. Also, das. Ach nee, ich muss ja erst. Du musst das erst aktivieren. Oder? Sonst sieht man das hier nicht. Aber wir hatten. Was hatten wir denn alles? Also, wir hatten hier eins. Bevor wir das machen. Hier da links in dem Schrank. Ja, genau. Genau, das können wir mal offen lassen. Das geht ja nicht wieder zu. Das auch auflassen. Genau. In den Schubladen war nichts. Ne, irgendwie nicht, ne? Nein. Unten. Nein. Hier, die geht nicht auf, komischerweise. Die geht nicht auf, okay. Hier oben ist auch nichts. Im Bad haben wir auch geguckt. Ja, lass mal die beiden Dinger holen. Und dann, okay, kann ich jetzt schon aufstehen? Und, ja. Also. Jetzt die Tür wieder let's zu. Let's take that one. Ja. Miep. Ah, nein. Ach, ja. Hallo. So. Aber wo ist das andere denn jetzt hier? Ja, das weiß ich eben nicht. Wir haben ja gerade... Ich kann mir vorstellen, dass das hier drin ist, aber... Irgendwie nicht. Ah, das ist im Spiegel. Ja. Okay, let's go. Ab, schnell. Ist das egal, wie man das klebt? Ist egal, ja. Auch die Scheiße jetzt hat. Ja, ich bin noch fertig. Nein. Farblich richtig. Oh nein. Machen. Scheiße, ich muss das richtig machen. Ja. Wie denn? Nein, wie denn? Das Auge. Hilfe. Das Blau muss in die Mitte. Scheiße. Come on, let's go. Ja. Ja. Leier. Oh, ich brauche Rente. Das war jetzt. Gut gemacht. Das war jetzt sehr knapp. Ja. Zum Glück hat man das im Spiegel gesehen. Dann. Ja, stimmt. Aber es war richtig, dass du Mark geguckt hast. Wo ist der Apfel rum? Ja, der Apfel rum, der muss jetzt danach. Alle guten Dinge sind drei. Ich hab's geschafft. Ich hab das nicht gecheckt, dass das dieses Gesicht. Ja. I was returning 11. September some of the books. Ja, 11. September. I was returning some of the books I checked out, and when he came out of nowhere. Hey, anything worth reading? I didn't know the voice was aimed at me, but my heart was already skipping a beat. Ryan had to tap me on the shoulder to get my complete attention. Sam, right? I saw you going in and out of the library, said with buttery voice. It's not like I've been stalking you or anything. I come here from time to time to get the stupid assignment out of the way, so I can focus on my games. He said he couldn't find anything interesting to read, and since all he could think of were comics, he could use some guidance. My mind was still jumbled from the ambush. All I remember saying is, how about Misery? Stephen King's works are good enough to get you started. Because boys like any story, blood and breaking bones, right? Oh god. No. I don't recall how the rest of the conversation went, but I'm certainly said, see you later, at some point, and I said, yeah, see ya. Misery. Real nice, Sam. If Brian didn't know you were a weirdo, he does now. Ja, ich hätte wahrscheinlich gesagt so, was ist das, Edzardla? Kann man das essen? Ja. Aber ich meine, eigentlich ist das eine gute Empfehlung. Ja. Stephen King ist ganz cool. Ja, mein ich auch. Gott. Das ist... One of these bloodstains, also paintings, aber find the lies. What I did for B, okay? All of them, because I love them, okay? Why couldn't you just understand? Was für all of them? Vielleicht die Lügen? Ah, aber, ja, okay, aber... Und was sie so gemacht hat? Wegen der Maske, dass das eigentlich nicht ihr echt ist, aber... Ja. Okay, alright. Others were nothing but poison, okay? I was the only one who truly cared, underlined as fuck. But B didn't even appreciate the things I've done for him. Das weiß man nicht, ne? Ja. Es ist immer so schwer, aber ja. I never wanted a drama.
I wanted a poem like life, a tender, subtle love story written only for his eyes. It's totally fine if no one else gets it, as long as he does. Ja, das ist okay. Ja. I hope B remembers our own little world. Even if he forgot about it, I made him a map so he can find his way back. Okay? And I think it's a good time to come back now, B. Das klingt auch ein bisschen... Ist das ein Pokéball? Das klingt so aus. Ja, oder? Ja. Let's go back to our small world, where all your favorite places are forever etched in my heart. Go back? Ich will nicht, hä? Oh! Aber warum, ey? Ich muss verteilen, ob den Sachen, die sie hatte in dem Text. Ah, aber erstmal kommt das noch. Okay. Sorry. Alles gut. Turns out the lake does have a history of having a dead body in it. I know this because I went there. I went there because Brian took me there. What? It all happened so fast. I was outside the yard reading when Brian appeared out of nowhere again. He said, hey, and started telling me how he actually enjoyed the book and how he never read the same book twice in his life. And since he was heading out, he offered me to give me a tour of the town. 10 minutes later, we were passing Joe's Diner, home of the world-famous pancakes, says Brian. There was also an arcade across the diner. Brian hates the place because it's teeming with 10-year-olds. The donut shop was Brian's must-go-to place too, unlike the music store, which, according to him, seriously needs to restock. I found my own POI, a bookstore. It was weird seeing a bookstore in a gym standing side by side, though. At the end of the tour, I finally got to taste that sweet Brian cake Brian worshipped. Out the window, I could see the weird gigantic hill that was also visible from my dorm room. Brian revealed that he had a secret base of some kind there. He jokingly said he could take me there when I'm cool enough. After dinner, Brian dropped me off at the bus station and drove off to meet up with his friends. I was exhausted, but hyped up beyond my limits. I can't sleep. How can I, when the whole day feels just like a dream? Mhm. Klingt da erstmal an sich ganz vernünftig. Ja. Oh, das ist noch ein Heart, etc. Oh. Miep. Kleine Herzen, ne? Also, dieses Geräusch, als würdest du einfach so Matt dahin knien. So. Richtig so. Ja, genau. And I think it's a good time to come back now, B. Aber nee, ich muss zurück. Wir müssen wahrscheinlich verteilen. Eins fehlt uns noch, ne? Mark, our favorite spots. Ach, Mark, ja. Aber ja, eins fehlt doch, ne? Ja, war nicht eins bei dem Lichtschalter? Jo! Ich erinnere mich daran. Stimmt, gute Idee, ja. Hier, da ist das. Ja, aber oh, das ist so süß, guck mal. Aha, jetzt müssen wir die drei richtigen Orte markieren, ne? Also, auf jeden Fall ist es hier... Der Essensladen. Ja, welcher ist denn das? Das da? Oder hier, Pancakes. Das ist der erste. Bam! Pancake, dann der Donutladen. Das sind Donuts, ne? Ja, das ist ein Donut. Und der Buchladen, den hatte sie genannt, glaube ich. Hier, das ist der Hill. Ich glaube, der Hill, ne? Warte. Der hat beides erwähnt. Ja, der Buchladen, den fand sie ganz toll. Ja, aber das geht, glaube ich, um einen gemeinsamen Ort. Ja, ne? Genau. Ich hätte gesagt, auch. Der Hill. Ich denke auch. Nicht? Vielleicht ist das der unten der Hill. Hier unten ist doch noch so. Ach, da! Ja. Oh mein Gott! Das war aber richtig anscheinend. Das klang wie so, als würdest du jetzt so einen Chip snacken oder so. Ja! Hä, aber irgendwas ist passiert. Das kannst du mir nicht erzählen. Das, ja, das ist nicht normal. Ich bin mit so einer Hand auf dem Schreibtisch, etc. Und so einem Weirdo da unterm Bett. So. Und der Blut fleckt noch. Das war Ketchup. Der hat einen Bonger. Ja, okay. Mensch, und die Hand, das ist einfach. Wir haben unsere Dulli-Filme vergessen, ne? Die Dulli-Filme. Ja. I miss Morning Dew Donut Shop. We never shut up about its donuts. They did taste sweet. Just like Bee's heart. Mm, weird. Hat sie einfach sein Herz gegessen, ne? Oder was? Each bite was another memory of... Hä, reden wir gerade um? Dann noch hier Stephen King. Misery geht doch auch um eine Frau, die einen Schriftsteller ans Haus fesselt und den dann da foltert und so.
Echt jetzt? Wusstest du das nicht? Nein. Das ist mal als Info. Kenne ich mich mit Büchern aus. Ja. Hab ja nur Anglistik und Kino studiert. Ich habe einen Film dazu tatsächlich. Zeig mir das mal. Ja, muss ich mal machen. Also das ist okay, krass. Passt ja dann so ein bisschen auch wieder zu der Story, finde ich. Aber hat sie ihn noch gegessen? Ne? Ich glaube nicht. Okay. Das ist jetzt schon. So, ich mag dich so sehr, ich esse erstmal dein Herz. Ich küsse nicht nur dein Herz, ich esse dein Herz. Ja, komm mal. Das ist ein bisschen gruselig. Aber. Ja, ein bisschen, ne? Aber eng, gell? But just like a donut, it had an expiration date. Okay. Oh, no. It turned cold and bitter. I miss its warmth. I miss its sweetness. I need it. I need to eat it up. Okay, das ist schon okay. Also was passiert hier gerade? Okay. Was passiert hier gerade? Ich weiß es nicht. Wir wollen irgendwas essen. Nee, ne? Jetzt sag ich nicht, ich hab ein Herz im Kühlschrank. Wenn da jetzt ein Donut liegt, ne? Ein Donut, ja. Der Kühlschrank ist auf, oder? Ja. Ja. Oh, tatsächlich. Ich dachte, da liegt ein Herz. Oh, das ist okay. Ist warm. Aber das ist so ein Donut. Guck mal, das ist doch lecker. Das ist ein süßer Aroma-Donut. Und den will ich mir jetzt auch reinrendern. Das ist kann ich in die Mikrowelle machen. Das ist ein Simpsons-Donut, ne? Ist doch wirklich. Wie geil ist das denn? Oh, what the fuck? Jetzt ist ein Herz von. Oh. Ich habe es halt piu-piau-piau gemacht. Jetzt hat Bang gemacht. Hm. Fünf den Knaller. Boom! So ein Knaller, Digga. Ja, wie war das nochmal irgendwie so? Ein Schlüssel. Zieht den Knaller an. Genau. Irre. Sind sie dann doch auch. Waren das die Ärzte? Ich glaube ja. Und Totenhosen auf jeden Fall. Ja. Ein Schlüssel. Wofür braucht man? Oh, jetzt ist hier auch richtig die Wand braun. Ein Schlüssel etc. Okay, da also war jetzt doch ein Herz drin. Okay. Ja, aber das hat sich verändert einfach. Muss mal gucken. Den Donut hätte ich genommen. Oh! Jetzt kannst du mal wieder lesen. September 25th, 2006. The Golems just obliterated the Hammerheads today. Also wahrscheinlich dieses Football-Gedöns da, wo ich keine Ahnung von habe. Ne? I now know why they say Brian and Kyle are more than birds. I would have called them an awesome duo too if only Kyle wasn't an assload of a douche. I mean, the guy has his name tattooed on his arm. Call me old-fashioned, but I think he should go to a hospital and get that ego checked out, because it must be swollen huge. At least, oh my god, at least he leaves me alone, other than giving me that creepy stare when I pass by. I understand how Stacy can keep hanging out with him, but Brian? They do say we sometimes become friends with those who are at the opposite ends, so maybe it's not such a weird thing. For me, the real win was the photos I took of Brian. Watch out for Sam Holt, the rising teenage stalker. Mm. Oh mein Gott. Bringing the Polaroid camera. Boah, ich brauche auch so ein Ding noch. Das sind so cool. Wobei die Qualität ist eigentlich scheiße. Ah, das wäre die Frage, ne? Ah, kann ich mir eigentlich hier drucken wieder, warte. Hast recht, wozu? Bringing the Polaroid camera I bought years ago during my camera geek phase. Seems like a good idea now. If it's high, it's also. I know I promised myself to stay away from people, stay away from the drama. Oh yeah, mach das. But when I look at Brian, when he talks to me, it feels like maybe, just maybe it's okay to have a little drama for myself. I'm not ready to define what this feeling is, but for now I'm going to label it as looking for a shoulder to cry on and just shove it under my bed, just like the pictures I took today. Okay. Hm. Ja, okay. Hm. I need to hate up. I hated every moment I was not with B. I was helpless. Every day I wanted to call him just so we could chat. But I was afraid of what Brian would think of it. Frag ihn doch einfach, Edzard, ja. Mein Gott. It could even hurt his reputation. Ai. Okay. When I finally worked up the nerve to call. Herzlichen Glückwunsch. All I could do was listen to say him. Hello. That was as far as our late night phone call chit chat could go. Go. Okay. I hung up wondering if he knew who was on the other end of the line. I remember the strong burning sensation that came every time I called him. That red fiery sensation. Red. Okay.
Dr. Fucking Red. Ist ja gut, wir wissen schon Bescheid. Hallo. Ja, okay. Red everywhere. Everywhere, Sam and Brian, S&B. Das ist ja voll am Durchdrehen. Ja, ich bin obsessed, ne? Was? Abeng, gell? Sam and Brian. Okay, alles klar. Oh no. Warum muss ich jetzt wieder aufstehen? Oh. Da ist was. Finish what you started. Okay. Ah, das müssen jetzt so Herzen anscheinend. Oh, wie süß ist das denn? Das sieht irgendwie cool aus mit diesem SB. Es hat SB, okay. Aber es sieht gut aus. Hä? Ja. Sollen wir mal? Haben wir einen Stift dafür? Ich brauche einen Red. Vielleicht ist irgendwo ein roter Stift in der Schublade oder so. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Red something. Da liegt auf dem Schreibtisch noch ein Stift. Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel für die Schublade. Ja. Das war für die, ne? Yo. Ich glaube, ja. Vielleicht ist da der Stift drin. Da ist auch irgendwas. Ja, da ist eine Figur drin und ein Stift. Aber wozu die Figur? Leg die mal da ab. Vielleicht brauchen wir die später. Der Stift ist okay. Da ist noch was drin gewesen. Oder? Nee, doch nicht. Okay. Doch, Luft. Was? Wow, guck mal, oh Gott. Warum ist das so komisch? Oh Gott, mal, da hat sich mein Kunstunterricht ausgetragen. Oh. No. What the fuck? Sorry. Alter, was war das denn jetzt? Okay, das war jetzt, boah. Alter, okay, das war jetzt krass. Das habe ich jetzt nicht erwartet, ehrlich nicht. Da fällt einfach so ein Körper runter. Mm. Yeah. Oh, Alter. Oh mein Gott. Wow. So much about that obsession. Ja. Stell dir vor, ich mach einfach so. Ich habe hier, warte mal, da. Versuch gerade mit der Kamera da, das Foto mit Safia so. Stell dir vor, ich nehme das jetzt so. Keine Ahnung, drück das 100 Mal aus und kleb mir das dahin. Ist gut? Ja. Ja, ne? Wäre genauso ja, wie hier. Das ist top, das mache ich auch so. Ja. Ist einfach ein Traum. Obsession. Nein, das ist voll normal. Ja. So, oh, ne, das war schon vorher. Okay, was ist hier jetzt los? Warum ist hier einer aus dem Void gefallen? Ist nix. Kommt immer noch nicht raus. Ist diese Tür einfach. Wo ist unser Ketchup? Haben wir leider schon aufgegessen, okay. Ja, brauche ich. Okay. Wir können doch nichts machen. Was ist das hier überhaupt? Damit können wir auch nichts machen. Okay. Sagen wir mal, hier ist ja gerade hier als erstmal, als wir das fertig haben, so eine rote Figur runtergefallen. Ja. Und dann ist hier wirklich ein. Ist hier was drin? Vielleicht. Vielleicht ist auch irgendwo noch eine zweite Figur. Ich habe irgendwie so Schiss. Irgendwann gehe ich auf dieses Spiel und dann ist da irgendwas. Da ist da was drin. Oder jemand, das dahinter. Boah, ist das eine Zahnbürste, Alter? Die ist groß, ne? Das ist schon fast mehr eine normale Bürste. Oh, guck mal. Hier ist noch ein Herz. Das muss Oh nee, nicht schon wieder. Da passiert dann wieder was. Oh nee. Ey, diese Tür, Bruder. Kannst du dir doch nicht ausdenken. Warum macht es das so? Das ist normal. Muss ich das machen? Ja. Wann muss ich davor. Daneben. Man muss sich voll konzentrieren, also. Okay, ich nehme schon mal Abstand. Mein Kunstunterricht hat sich ausgezahlt. Guck mal, ist das schön. Oh. Ich will weg. Okay. Ich will mich nicht umdrehen. Das Fenster. Ist hier irgendwo was runtergefallen? Nee, aber das Fenster ist wieder auf. Ja. Ah, das. Oh nee, ne? Ja. Nee. Wir müssen das machen. Oh, diese Tür? Oh, what the fuck? Da steht jemand. Ja, aber warum? Und da ist ein Baum. Ja, die Person kommt safe jetzt gleich hierhin gerannt. Oh nee, ja, irgendwie dann sowas. Kommt die voll rein. Vor allem, man ist dann so, ja, die kommt bestimmt aufs Fenster zu ran. Dann kommt die aufs Fenster zu ran und erschreckt sich trotzdem total. Muss das sein, Alter? Und vor allen Dingen, das ist jetzt noch viel länger hier. Du musst jetzt mein Kunstunterricht hat sich ausgezahlt. Hat sich nicht ausgezahlt. Flipendo. Nintendo. Da, das ist Wunder. Er ist weg. Ich will weg.
draußen. Oh. Okay. Alter, wo sind wir? Wir sind anscheinend bei diesem, vielleicht bei diesem Hügel. Oh nein. Das ist ein Stein gewesen. Stein. Ein Stein. Okay, das, oh nee, das ist zu dunkel. Warum? Kann man irgendwie, hat man nicht irgendeine Shotgun? Ich brauche eine Raygun. Ich brauche irgendwas. Scheiße, das ist voll dunkel. Lag da was? Was hier? Ah, das sind nur Steine. Steine. Ein Stein. Was? Brot. Ich will das nicht. Hä? Ah, Blümchen. Wir bleiben hier stehen. Guck mal, wie schön. Da ist mein neuer Hintergrund. Voll hübsch. Es ist zu ruhig. Das sieht aus wie so ein... das ist voll unnatürlich. Als ob die Bäume so übereinander wachsen würden. Damn, son, where do you find this? Blümchen. Okay, die Blümchen weisen den Weg anscheinend. Da ist was. Da liegt was. Links auf dem Stein. Ich will nicht. Ja, ich auch nicht. Das ist dieser Abhang hier, ne? Das, ich geh mal eben das gucken. Ist nicht gut. Schlechtes Zeichen mit dem Abhang. Ah, what the fuck is it doing? Lass mich doch das einfach lesen. Sam, meet me at Colton Hill. You know where to find me, Ryan. Oha, weißt du, Sam, kennst du in Silent Hill 2, wo das anfängt? Wo ja eigentlich die Frau tot sein soll? Mm. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber das wird ja schon am Anfang so, sie soll tot sein. Mm. Aber irgendwie bekommt er ja einen Brief. Ja, genau, dann fährt er dahin. Und dann Silent Hill so, their secret place. Ja, ne? Das ist so ein bisschen so ähnlich hier auch, ne? Stimmt. Jetzt fehlt nur, what the fuck, warte. Hä, hast du was gesehen? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab nur die Schritte gehört. Ich hab nur Schritte gehört. Ja. What the fuck is even going on? Unsinniger Albtraum. Oh nee, nicht schon. Oh nee, 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 nee. Okay, danke. Das ist Licht beschlagen. nicht raus. Alles wie immer. Das würde ich mir immer noch nicht hinhängen. Noch da. Okay, wir leben. Der Ketchup ist aufgegessen. Unsere SB-Dinger sind weg. Wir sind immer noch Vampire. Ja. Der Regen ist da. Wir haben immer noch 20 vor 10. Also der Tag ist ganz schön lang. Realistisch. Oh. Aber wow. Dann, aber dass der jetzt hier ist, obwohl bei sie ja angeblich geträumt hat, ne? Interessant, ne? Ja. Es wird ja immer besser. September 28, 2006. Due date for Miss Leslie's book report is right around the corner. And I'm still not finished. Only if I wasn't too disturbed. Normally, I wouldn't bother reading a teen romance story, but for some reason I thought, hey, why not? The premise for Mingled itself is pretty generic. Jenny has a huge crush on her childhood friend Michael, but she can't get Michael to think of her as more than just friends. She reaches the conclusion that it's because of all those girls around him, so she starts making a list of all the basic girls who could also have a crush on Michael. What she's planning to do with the list is yet to be revealed. If I can finish reading the book by tomorrow, I'll be able to finish the report with enough time for a revise. Gute Frage, was meinst du, was sie mit diesen Liste macht? Ich hab Befürchtungen. Mm. Also, aber Basic Girls ist auch so ein Turn, ne? Ja, ist wieder richtig komisch. Das, also, was sie mit der Liste machen könnte, also ganz ehrlich. Aber jetzt der Worst Case wäre so, keine Ahnung, die Hops zu nehmen. So, die könnten einen Crush mit ihm haben. Jetzt hat Lara erstmal, keine Ahnung. Aber wir wissen es halt nicht. Weißt du es? Nein. Okay. Also, das ist ja jetzt auch die Liste aus dem Buch von. Ja, das ist klar. Ja, ihre Liste. Ja, aber vielleicht denkst du, ey, das ist richtig gut, das mache ich auch so. Ja, das könnte sein, ja. So, wer hängt mit Brian ab? Erstmal killen, etc. Oh, Stacy, ne? Ja, genau, zum Beispiel, ja. P.S. I wonder how Brian is doing with his assignments. Why am I interested? Gute Frage. Because he's been asking for my help with some of his works and I gladly agree to. Ha. Why would I do that? Because by helping Brian focus on his practices so he can bring trophies to our beloved school, it becomes safe to say I'm taking part in a bigger course. Okay. Not like I'm doing this for personal reasons, right? Nee. Das ist schon alles legit. Naja, ist okay. Kann man schon mal machen. I wanted so bad to be close to Brian. So close, I can peep into his beautiful head. Oh Gott, die Augen und die Hand am Fenster. Augen? Was? Nee. Oh nee, da kommt doch wieder irgendwas, ne? Nee, wir können weiter. Hä? Huh? So close, I can just lean into him and tell him my deepest desires. Into him? Ich tauch in dich rein, Digga. Das ist auch schon sehr krass. So in deinen Mund so.
Hallo. Scheiße, ich kenne mehr. Kann man das rausnehmen? Kann man das reinmachen? Nein. Nee, ich glaube... You. Aha. So close that I can whisper. Don't leave me. Don't go away. Don't smile for others. Alter. Scheiße. Oh mein Gott. Don't look away. Don't look away, don't look away, don't look away. Oh, die dreht wieder Pirouetten hier. Oh, ei. Ja. Hä? Guck den Bau! Wir müssen das die ganze Zeit angucken, glaube ich. Du musst die ganze Zeit da drauf gucken. Das Bild. Ja, danke, dass du mir jetzt sagst. Das habe ich auch jetzt gelernt. Alter, hat der, oder es unseren Kopf so? Oder ja, ich glaube ja. Rude. Voll das Dämon. Voll aggressiv. Okay. Festhalten. Ich glaube, du musst da drauf. Hä, hey, was soll... Du darfst dich nicht wegziehen lassen. Aber das lässt sich, das zieht mich. Ja, du musst dich halten. Oh mein Gott. Was passiert hier gerade? Junge, das ist voll aggressiv, das dreht übelst. Das dreht mich voll. Okay. Hä? Licht an, vielleicht? What the fucking hell? Okay. Alter, ich brauche Rente. Okay, das ist schon, also ja, okay, also nee. Vor allem, das ist halt so komisch. Ich denke mir so, wenn ich mich jetzt umdrehe, vielleicht ist da ja was. Und dann ist da was und ist trotzdem, nee. Das ist trotzdem erschreckend, ja. Hm. Aber du hast recht, das Geräusch war wie bei Slenderman. Dieses ja. Hast recht. Das ist interessant. Alter, aber es macht Spaß, ist cool. Ja, ist schon mega. Das ist eine gute Idee gewesen. Ja. Okay. Neuer Brief. Oktober ist es schon. Oha, okay. Oktober 2006. Okay. Stacy invited everyone to the late post-victory party at her place this Friday. Weird that she told me this at the hallway herself. The sudden act of courtesy was enough to leave me frozen. But to think of it, a self-conscious beauty queen like Stacy would love showing off how tolerant she could be. I'd prefer celebrating quietly in my room, but since the party is practically being held for Brian, I thought it would be a sort of rude of me not to be there. He was nothing but nice to me since I met him, so the least I could do is show up. Plus, I could probably witness the face Stacy makes when she sees I actually had the nerve to show up. Maybe, just maybe I could even piss her off, I imagine, to strike a conversation with Brian. An Omega hanging out with an Alpha? Kind would be busy comforting Stacy, fuming about how I'll mess up her ecosystem. No peer pressure, Sam. Just clean drinks and hopefully some casual talk with Brian. What could possibly go wrong? Eieiei, ich glaube, da ist voll Ballett. Ich glaube auch. Like staring into closed eyes. I could never know if B knew I was looking at him. Did he even know I was there? Maybe he knew, but simply didn't care. The only thing looking back is my decaying sanity. I wanted to look away so much, but what's the point when the stench is still there? Okay. I started to think the only way to get B's attention was to throw myself off Carlton Hill. Yeah. How did I come so low? All I wanted was a chance to show how I feel about B without any noise getting in the way. Warum? Ja, verstehe ich auch nicht. No matter what happens next, it would at least give me some sort of closure and peace. Weird. Brian was super likable. Everyone liked everything about him. They couldn't stop smiling when Brian started talking. They made me want to puke. Smile as if their relationships with Brian mean anything. And yet, I was the only one left with a broken heart when he left Rosen Peak. We were so determined about leaving that being a star player wasn't enough for him. He needed to be a fucking model student. Nothing says pick me to college admission like a spotless student record. Okay. He can't just say...
Oh Gott. Okay, ich nehme die Pizza ja schon an. Ist ja gut. Hä, was ist das? Ist das auf dem Klo? Junge, die Dinger rattlen ja übelst ab da. Die machen ja volles Ballett. Warum? Keine Ahnung. Hä, ist da Bierflasche drin? Ach, ich muss die... Hä, was ist das? Wow, 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 what's going on? Da sind Sachen drin. Was ist das? Spritzen? Keine Ahnung. Aber hä, was ist das? Suicide suspected in death of missing teenager. Ach du Scheiße, was? The girl of 17 who was found dead at Colton Hill likely ended her own life, police says. Sam Holt, a transfer student of Wayward Academy, had been reported missing for 6 days until Rose Peak authorities discovered her body in the forest. Due to days of heavy rain around the time of her death, the investigation of Miss Holt's death faced a few challenges. However, interviews with school faculty members and its students led to the possibility that she threw herself off the cliff of Colton Hill. Oh my after god. After a month of rejection from her peers. She was rarely seen with others, says one of her former teachers. She was even publicly humiliated just before she disappeared. It must have worked as the tipping point for her. Rosen Peak police says the fall did not kill Sam instantly. It is possibly she gasped for air through her broken neck before dying. Wayward Academy now faces suspicion of neglecting a student led by the mother of Miss Holt. Okay, aber what the fuck? Also Moment mal, wir spielen doch eigentlich Sam. Das ist jetzt die Frage, ne? Ja. Und die Frage ist auch, war es wirklich ein Suicide? Ja, und waren das die Spritzen da drin? Ja. Und das mit diesem Neck, ne? Das hatten wir ja gerade als unser... Ja, und auch das, als wir aber da im Wald waren. Wir waren doch da im Wald, Klippe. Da kam doch ja auch jemand. Ja, ja, stimmt. Ist irgendwie ein bisschen fishy. Sehr sus. Sus, Digga. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Suspicious. Sus, Digga. Okay, aber das ist eine coole Story. Das ist... Ja, aber wir müssen das wieder aufhängen. Ups. Müssen wir das eigentlich auch aufhängen? Das liegt hier im Netz. Bleibt da liegen. Scheinbar okay nicht. Na gut. Ich gehe nach Hause. Tschüss. Nein. Können nicht gehen. Das ist... Da liegt ach, hier ist ja noch was. Okay. Ich? Ja, mach okay durch. October 7th, 2006. Oh man. Oh man. Everything's gone wrong. All my senses, okay, are screaming in pain. I don't even remember drinking any booze. Oder das war ach, doch das Bier war gerade doch, da ja drin. Ja. The pain only escalated the moment Brian texted me, "You feeling okay?" No, I was not okay. And why is Brian asking me this? Did I do something to him? Hä, wieso? Das ist so eine nette vielleicht, Frage. Ja, aber vielleicht auf der Party, dass sie irgendwie jemand betrunken gemacht hat oder so und dann hat sie irgendwas gesagt, was komisches. Oh mein Gott, okay. According to Brian, I went from being ja quite to crazy happy. Oh, das erinnert mich an mich so, ne? Ich renne mal den Kaffee rein. Oh yeah, yes. And cute. Oh, his words, not mine, real quick. I was so close to being in the center of the party that he had to bring me back to the dorm. Why can I remember any of them? Congrats, Sam. You've reached a new low in life. Shit. Is this it? Is this how I die? What the fuck? Okay. I sincerely asked Brian if there was a good place to kill myself. Hat sie das oh mein Gott. Ja, hat sie anscheinend wirklich gefragt. Okay. He said, maybe now is a good time to show you my secret hideout. Mm. Also ganz ehrlich, ne? Sag mal, du sagst mir so, boah, ey, mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich will mich nicht killen. Ja, ich zeig dir da einen guten Ort, wo wir jetzt halt da hin können. Voll, nee. Voll trustworthy. Nicht. Nein, danke. Since I passed the test by showing the whole school a different me. Is he seriously going to take me to his Colton Hill hideout? Tomorrow, I'm going to the so-called most romantic place in Rosen Peak with Brian. There's something in my head that's keeping me awake, and it's not a hangover. Hat er sie umgebracht? Who knows? Also irgendwas... Ja, irgendwas ist auf jeden Fall... Auf jeden Fall dieses ganze... Was war das? Egal, ist das... Hat es geklopft? Nö. Nein. Nein, ich sitze hier. Es hat, glaube ich, geklopft. Ja, es hat geklopft, aber... Oh, shit. Ich will nicht. Nein, 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 nein. Wo sind meine Dulli-Pillen? Ah, hier, danke. Ja, das ist schon krass. Ai, 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 ai. Okay.
Nein! Oh, what the... Licht? Oh, what the fuck? Warum? 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 Ich will nicht, ich gehe wieder raus. Wir sind jetzt draußen. Hä? Was? Ich will wieder rein, ich will wieder rein, ich will wieder rein. Ich will wieder rein. Oh fuck, wir sind wieder im Wald. Ich guck einfach so. Ah, so kann mir nichts passieren. Das ist gut. Oder einfach rückwärts. Wo, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir sind. Ach, hier ist... Oh, da steht jemand. Das ist Frank. Hey, little shit. What are you doing up on there? Hier sind immer noch diese On-Fleek-Bäume. Ja, die sehen echt nicht so aus. Wie läufst du denn? Oh, no. Sie ist verschwunden, oder? No, 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 no. Schwer zu sagen, ne? Ja. Sah eigentlich aus wie eine Sie, blonde ja, Haare? Vielleicht war es auch eine Sie. Vielleicht war es diese, wie heißt sie? Sam oder Stacy. Ja, genau. Ja, Sam oder Stacy. Warum? Wir sind hier schon wieder. Muss ich da hin? Oder das war Sam in dieser... Da ist was. Was ist das, Digga? Und nächster Albtraum. Nee, dann war das doch vielleicht Stacy. Das kann auch sein. Warum sind da jetzt Sachen drauf? Keine Ahnung. Ja, das war doch hier vorher. Mittlerweile komplettes Junge, Chaos. Was, ja, was? Was immer noch dieselbe Uhr? Hey, das ist weird. Das ist richtig schon weird. Sehr leid für dich, ja. Warum geht das jetzt schon wieder nicht an? Kann ich mir was in der Mikro machen? schade. Hier eine Pizza wieder reinrendern oder was? Wir gehen jetzt einfach, komm. Jetzt kommt nichts. Nee. Ah. Das würde ich mir immer noch nicht hinhängen. Nee, das ist... Wieder ins Bad. Wir haben immer noch kein Spiel. Boah, der Bass muss knallen. Okay, 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 okay. Oh, da ist schon wieder so ein Blotstain. Nee, das, oder? Blotstain oder was ist das? Okay. Oh my god. 2006. Oh my god. Brian actually took me to Colton Hill. The hideout Brian mentioned had a wonderful view of the small town. The whole place under the golden sunset. The best part of the spot was that it's quite hidden and unsafe. You could easily roll down the hill if you're careless or drunk. And no one could find you for days. That's toll. How awesome is that? Yeah, cool. Being drunk with that wonderful moment didn't cause any accidents, though. Okay. We sat there for less than an hour, but it felt like an eternity. I can't even remember what we talked about. I do remember saying how beautiful Rosen Peak is and Brian being all meh about it. I guess you can get fed up with views like this too. Today's only regret is that I failed to bring the true essence of the hills back view with me. View back with me. There's a reason why I gave up photography as a hobby in the first place. At least the close-up shot of Brian was not half as bad. When I came down back from the hill, it became clear that, well, I've just become a bit more messed up now. I know because I really want to talk to Brian again soon. Help me get to sleep quickly today, diary. Love, Sam. Love, Sam. Okay, Oh, shit. Ja, heftig. Also, heftig, Digga. Brian's secret hideout. A close Colton Hill hiking route discovered by himself so he can hide from the world around him. Not a flashy place, but it had a great view. Jetzt kann natürlich sein, ich weiß nicht, ob Brian blonde Haare hat. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. All the life's problems. Ah, oh, ah, oh. Golden Hill, our sanctuary, okay? I wish it could be our special place. Ours and ours only. Colton Hill's nothing but a rock pile of blood, soaked memories now. Okay. Oh, okay. Das klingt, vor allem, da sind mehrere Faces, ne? Irgendwie, hier so. Ja, sieht a lot of faces. I don't like this. Why did he have to break my fucking heart? Was er just one of his many friends? Hm. Das schwarze Schaf. Ja. Aber warum sind hier diese Paper-Dinger immer noch? Ja. Maybe that's it. That's where he wanted to leave, even after I told him we won't be together anymore. He thought he was too good for Rosen Peak. And me. To him, I was just the background in his picture. Aber woher willst du wissen, dass das gestimmt hat? Ja, ja eben. Ja, warum? Ey, was sag ich immer? Communications Key. Das ja. Ist halt echt so. Einfach auch wenn es nicht immer geht, aber das ja. Ist doch so, ey, sag mal, Dude, wie stehst du eigentlich zu mir, Edzard?
Lass uns heiraten, ne? Siehst du, und schon ist Happy Ending. Ja, genau. Ne? Aber nee, stattdessen sowas hier mit Suicide und komischen Händen in meinem Gesicht. Ja. Und Leuten, die von der Decke fallen. Richtig. Oh nein, man kann nicht mehr weiterklicken. Was? Oh no. Was ist das? Ah, ich will nicht schon wieder aufstehen. Ah, nein. Irgendwo ist eine Kamera. Vielleicht im Badezimmer? Ja, es klingt danach. You don't deserve a face. Ja, wir haben doch auch kein Gesicht. Ja. Oder ist Brian gemeint? Der Bass knallt immer noch. Oh. The book report was finished days ago. Oh mein Gott. Hey! Mein Licht jetzt ab. No! Oh mein Gott! Oh mein Gott, what the fuck? Hey! Scheiße, ich sehe überhaupt nichts. Wo ist die Tür? Hast du es gesehen? Ja, ich will's nicht sehen. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir die Kamera aber da entfernen, weil sonst kommen wir nie wieder raus. Ich glaube, in der Badewanne sieht vielleicht. Aber warum in der Badewanne? Oh, der Bass knallt. Echt? Ja. Ah. Ach. Jetzt ist das Licht wieder an, ne? Jetzt ist die Tür auch wieder aufgegangen. Aber ich kann damit knipsen. Ach du Scheiße. Nee, ich weiß schon, was kommt. Wir müssen jetzt über all die Sachen fotografieren. Guck mal, es ist so dunkel, mach mal Licht und dann ist da irgendein Scheiß. Ja, das ist wieder. Okay, ich will eigentlich den Brief, okay. The book report was finished days ago, right? I can't stop thinking about Mingles. Mostly because my stupid brain thinks I'm sort of like the main character, Jenny. To summarize the rest on the book, Jenny goes on this jealousy-fueled sabotage rampage, wie wir schon vermutet haben, on every girl who has a crush on Michael. And now it sounds horrible without context, but it's actually kind of cute. See, she finally stands on top, but Michael finds out what she's done. He breaks Jenny's heart, saying he can't be sure of who she is anymore. Things work out in the end, but that's not why I sympathize with the dorky psycho girl. Ryan is just like Michael. Popular, has killer biceps, busy hanging out with people. I can't see what he wants because of all the noise around him. I know he wants to go to college, but what about beyond the boring stuff? What kind of person does he like? What does he think about me? He told me about his mom, how she died of cancer last year. It must have been so hard trying to look okay in front of everyone who's depending on him. I sometimes feel he can't see me because he's so busy trying to meet everyone's expectations. I know how those around us can be hurtful, and it's dangerous to rely on them so much. I just wish I could tell Brian one day that I'm here for him. Für jemanden da sein ist ja okay, aber obsessed sein ist. Ja. Ich will dein Herz essen. Was? Herz essen. Eieiei. Deswegen, das ist schon ein bisschen viel. Das macht. Oh nee. Okay. Oh nee. Oh nee. Ich muss die Kamera nehmen, oder? Können wir das Licht anmachen? Oh, das ist gut. Können wir das Licht wieder anmachen? Ich mach's aus. Warte. Das ist so gut. Ach nein, das oder? Kommt. Okay, no. Brian got what he wanted in the end. He left Rosen Peak as soon as he was given the chance. As for me, I was left to suffocate in the hole of tainted memories until I drown myself of. Was? Until I drown in my own endless nightmare. Ah, okay. Don't leave me! Oh no. Oh no, das ist voll cruel. What's that? Oh my god. Every day, every night, I'm surrounded by whispers. Vielleicht eine Dulli-Pille mehr einlegen, ne? Whispers that lie, whispers that eat away my brain piece by piece. No matter how hard I try to... Okay, krass, okay. Also es ist schon heftig, schon starker Tobak. Oh God, I hear them again. Oh nein. Are you in a healthy relationship? Take this quick survey to find out. Warum? Einmal ist das Handy wieder. Yes, Hauptsache einfach yes.
Yes! Guck mal, dieses Smile, das ist so. Ja. Auf die 1000er Leitung mit dem Gigamobil M, Unlimited Data Volumen in der Gigakombi. Ja, ehrlich jetzt. So ein bisschen, ja, schon ein bisschen übertrieben, so im Gesichtsausdruck, ja, sehr positiv. Auf 10 Big Macs, ein Preis von 11. Oh no. Who would take as much as one gives? No. Das klingt voll falsch. Ja, no. Du müsstest das andersrum sagen, so. Ja. Du musst geben, was du bekommst oder solltest, aber ja. Du musst nehmen, was man dir gibt, ist irgendwie, nee. So nee. Viel nehmen, vor allen Dingen, wie man dir gibt. Nee. No. Obsession ist es stronger. Nein. No one can have what you can't. Das ist doch auch falsch. Wieso soll niemand das selten? Wieso soll jemand anderes auch nicht das haben, was du. Ach so, ist das. Ja. So ist das gemein, ja. He never loved you. No. Soll ich sagen, ja? Ach, no, no! Ist jetzt das aufgefallen, ne? Scheiße. Okay, welches No nehmen wir? Das dicke No oder das kleine No? Keine Ahnung. Ich sag No. Of course, guys. Hey, selfish little shit. No! All your problems are caused by you. No! It's all your fault. No! Exclamation mark, exclamation. Oh, fuck. Oh, what the fuck? Oh, meine, oh, my ears. Results are in. It looks like you still have your eyes closed shut. Okay. Okay. Then keep them. Geil, keep them shut. How long will you last this time? Boah, Alter, das brummt ja voll übel, ey. Ja. Hallo. Hallo? Diese Option, ey, das ist meine Sexnummer hier. Für ja. Ja, genau. Oh, scheiße. So, gut. Oh mein Gott, weg mit dem Handy. So, weiter. Kann ich weitermachen, ne? Danke. It's getting worse. The fucking shithole town left a disgusting crack on my heart. Okay. Miss Lassie gave us an easy poetry assignment for once. She said it's okay to make a parody of the classics as long as we stick to the ABCB rhyme. So I took the liberty of letting my imagination go ABC berserk. Here's a slight taste of my early work. Roses are red, violets are blue. My life would have sucked if it wasn't for you. I could have waited for Brian to ask for my help with homework again, but I decided to make the first move this time. This is so geil. And guess what? He said he can handle it alone. Call me paranoid, but I'm worried I might have hurt Brian's pride. That's what happens when Sam opens her idiot mouth or uses her idiot brain. P.S. I've decided to carry my diary in my bag. The doors in the girls' room are way too easy to open. Not as easy as Stacy, though, if you know what I mean. I even saw one of the girls using a notepad to crack a door open. Besides, I have this weird hunch someone's been reading my diary. I've decided to not ignore this hunch. Hm. Hä? Okay. Jetzt überlege ich wirklich, hat vielleicht jemand mit ihrem Tagebuch getempert und das stimmt gar nicht, was da drin steht. Vielleicht ist da jemand, der erstmal das war und dann vielleicht auch dann irgendwie mit irgendwas Drama bei Brian verursacht, dass er in einer gewissen Art über sich denkt oder keine ja, Ahnung. Ja, das kann echt sein, ne? Aber jetzt das mit dem Selbstmord und so... das ist ja schon krass, aber da muss ja noch irgendwas... Ja, vielleicht war es auch kein Selbstmord. Ja, eben, genau. Also weil jemand anderes dann die Person, die das aufgebrochen hat, das Tagebuch, ja. Und dann noch sie umgebracht hat und dann... Also jetzt als bei vielleicht Stacy oder wer anders, der da getempert hat oder irgendwas. Ja, man weiß es natürlich nicht. Ja. Oh Mann. Mit der Akku. Ist was ist das für ein scheiß Akku, ey? Mal das Handy wechseln, ne? Ja, ich sehe nichts. Ja, wo ist meine Kamera? Oh nee, ja. Ne? Wir sollen noch weiterlesen. Ja, können wir weiterlesen? Klar. Ja. Ja. Oh Gott sei Dank. Okay. When I run out of places to run, I had only one solution. Now my memories are scattered all over the dark. Oh. Okay, and I must look for them in the dark. Oh nee. Ich will nicht. Wir können weiter. Wir müssen Fotos machen. Wie du gesagt hast. Nee, aber das. Ey, da kommt wieder irgendwie so ein Jumpscare. Ja. Ich will das nicht. Ich geh nach Hause, mach du weiter. Ich hab, nee.
Oh nee, das ist aber scheiße, sowas. Oh mein Gott, da stand schon irgendwas. Was steht denn da? Ich will das nicht. What the fuck? Nee. What the fuck? Smile. Ist das Brian? Ja, anscheinend. Dann ist das, was uns da gekillt hat, nicht Brian. Nee, es war noch jemand anderes. Aber es hatte die Person lange oder kurze Haare? Die hatte lange blonde. Ja, dann die das da aufgenommen hat. Vielleicht. Warte, ich kann nichts machen. Hä? Ach so, hä? Du musst das Foto wahrscheinlich zurückbringen. Ach so, ich bin... Oh, du musst jetzt sammeln, die Fotos. Oh, ich mache erstmal Licht. Aber das ist so wenig Licht. Oh nee, ich hab Schiss, ey. Ehrlich. Ich will das nicht. Warum ist jetzt hier der Kühlschrank zu? Ja, immer zu geht. Kann man nicht das... Was ist eine Scheiße? Machen? Ja, ne? Oh nee. Ah, das ist nichts. Ich weiß noch nicht mal, was da... Ja, nicht. Der keep me so warm. Oh, die ist voll am Stalken, den Typen, Digga. Oh no. Ja, guck mal, das ist so ein Stalking-Foto, Alter. Voll creepy. Boah, nee. Da bin ich raus, ey. Ja. Hey, wo bin ich? Ich kann nicht... Ach so, okay, alles gut. Alles gut. Kann ich aufs Klo? Ich muss mal aufs Klo. Ja, wahrscheinlich ist im Klo auch was, ne? Es ist ruhig. Zu ruhig. Boah, hier ist voll der Hall drin, Digga. In der Kamera, ja. Oh, man sieht überhaupt nichts. Vielleicht in der Badewanne? Meinst du? Oh ne, es ist... Oh mein Gott, okay. Ja. Da stand Brian. Alter, wieso war der in der Badewanne? Denn? Indulge your gaze. Was heißt indulge? Auch so wie... also sowas wie Essen, also so noch stärker, aber okay. So ich verzehre mich nach deinem Blick. So. Boah, ja, okay. Genau. Der. Obsession. Nö, ist ganz normal. Voll normal, Digga. Okay, wir haben 3. Ja. Ey, da ist jetzt bestimmt was im Wandschrank oder so. Könnte sein, ne? Ja, wahrscheinlich. Wo soll es sonst noch sein? 3, 2, 1. Oder auch nicht. Muss man. Da kommt man nicht raus. Das Bild, was ich mir immer noch nicht aufhängen würde, Edzardla. Echt nicht? Okay, aber wo dann? In der Küche war es schon. Da oben an der Decke. Was? An der Decke? Oben an der Decke. Oh mein Gott. Hä? Da war irgendwie. Barrels? War das ein. Was? Ja, keine Ahnung. Like Endless Sunrays. Oh no. Ey, das ist, nee, nee. Das ist wie so ein Poem. Und jetzt müssen wir es richtig sortieren. Ah, I see. Also, A, C, B, B, das ist bestimmt die Rhyme-Form. Ja. Also passt ja B und B ist der einzige Rhyme. Ja. Smile auf nix, warm auf rays, nee, gaze ja, auf sunrays. Gaze auf sunrays, genau. Aber was ist jetzt A und C? Ich kann mir vorstellen, da kommt das hin und da kommt das hin. Ja, genau. Und dann... also guck erstmal. Indulge your gaze. Super, okay. Ich wollte es eigentlich doch lesen, aber danke. War offenbar richtig. War richtig. Warum bin ich so? Also merkwürdig aus. Soll ich? Okay. With Brian preparing for a rematch with the Hammerheads, I once again gladly gave him a hand with the non-important homework stuff. I must say, the teachers here don't give their poor students a break just because the test is over. It's not like I'm burdened with helping out, but Brian is trying really hard to get good grades. From what I heard, he doesn't have much to worry about going to college, since he's practically a local football star. Maybe it's pushy police chief that raised him to be an overachiever. It's funny how a model elite like Brian got friends like Kyle, who always finds excuses to pull him out of school. It's unfair, really. As long as you're a sports star, you'll end up douche like him, no matter how nice a person you are. I don't speak with Kyle much, but I don't need conversation to know what he's like. First of all, his girlfriend is freaking Stacy Lannings. The stare he gives me when I pass by is enough to creep me out for the whole day. I would be lucky if Stacy didn't come along and start yapping about how Ryan is out of my league. Just Kyle to play with, so why would she even care? Like, ask your boyfriend out for a drive, jeez. Have a nice life with him, so Brian can stay out of the poison he does not deserve. Also jetzt auch bezüglich der Reference zu diesem Stephen King Buch da. Ja. Ich glaube, da wird jemand noch dran glauben. Ja.
Wahrscheinlich wir. Ja, wir auch, aber ich habe bei Stacy, also ich habe da so Befürchtungen. Die Frage ist halt, ist Stacy die Person? Aber ich weiß es halt auch nicht. Ist Stacy die, die auf Brand steht? Oder ist es noch jemand anderes, von dem wir es gar nicht erwarten? Jetzt natürlich auch die Frage, ob mit dem Tagebuch so getempert wurde oder mit den Message oder was auch immer. Ja. Ich glaube, die Message sind schon von Sam. Ja, diese Briefe, ja. Genau. Die Letters, genau. Ja, aber Stacy, ja. Aber Sam hat ja auch dieses Buch gelesen und meinte so, oh, das ist irgendwie cute mit diesem, ja, man bringt irgendwie alle um, die mit dem Typen da irgendwie. Ja, aber das kann ja auch einfach ihre Persönlichkeit sein. Man weiß es nicht, ne? Ja, eben. Aber die Obsession ist ja, außer ist es wirklich getempert mit dem Tagebuch. Ja, okay. Weil jetzt hier in den Dingern, in diesen Briefen, ist die Obsession gar nicht so krass. Nicht so krass, ja. Richtig. Also wüsste ich jetzt. Da macht sie sich ja auch selber ein bisschen drüber lustig dann. Ja, und sich. Nee. No way. Oh nee, jetzt muss ich hier. Nee. Ja, nicht schon wieder. Ich hasse das. Das ist echt arschig. Ach, oh, nein, 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 oh Gott. Hä? Oh nein. Alter, werde ich gestalkt, Digga? Vor allen Dingen, sind das wir? Ja. Das sind wir, ne? Ja. OMG. Jetzt sind wir nicht die Stalking, sondern wir werden gestalkt. Ja, von jemand anderem, der auch unser Tagebuch bearbeitet hat. Möglich. Aber ja. Ich wusste. Oh shit. Oh nein, ich will ja dieses Geräusch. Ist das eine Kaffeemaschine? Ich will mich nicht umdrehen. Ja, ich auch nicht, aber... Wir werden angerufen. Hier kommt jetzt wieder das obszöne Stöhnen? Ja, wahrscheinlich. Hallo? Diese Pizza ist so gut. Okay, alles klar. Ja, danke fürs Gespräch. Danke fürs Feedback. Ja, was ist denn? Hallo? Das ist so, wie wenn jemand vergisst aufzulegen und dann hörst du nur so. Und stöhnen. Deswegen sind die Wichstücher hier. Ja. Oh meine Güte, das ist ja. Oh Gott! Der Kaffee schmeckt gut. Oh, jetzt ist das aber links, ne? Ja, das ist jetzt irgendwo hier im. Ich will nicht. Zimmer. Ist das auf dem Klo schon wieder? Hat mir Durchfall. Ich glaube auch. Hä? Oh nee, ne? What the fuck? Müssen wir draußen. Und er don't like this. Ich auch nicht. Lauf doch da schneller durch. Die Tür ist zugegangen. I don't like this at all. Ist das irgendwie so? Ist das dieses Public Klo, wo sie den Fotograf? War das nicht, wo hier Brian stand und sie von hier irgendwie das Foto gemacht hat so? Ja. Alter, das ist komisch. Das ist eine Männertoilette. Wieso wird denn eine Frau in die Männertoilette? Ja, weil Brian ja hier war auf dem Klo. Ja, aber dann wäre es ja voll aufgefallen. Nö, sie hat sich wahrscheinlich hier in so einem Ding verbarrikadiert einfach. Ich habe eine andere Theorie. Hast du mal an Kyle gedacht? Da hat er mir nicht gedacht, der Herr. Also das ist mir jetzt gerade so aufgefallen, was ja die Männertoilette ist. Ja, aber eine Frau könnte ja auch easy sich... Ja, klar. Ja, ich dachte jetzt. Aber was hat er dann damit zu tun? Ne? Vielleicht steht er auch auf Brian. Ja, kann sein, ja. Oh nein, das Foto. Diese Frau wieder. Das ist wieder die Vodafone-Frau. Ehrlich, geh mal auf die Seite von da. Ist auch. Mein Gigamobil M. Ist so. Ja, it's coming your potential with our early admission program. We are waiting for anyone who is ready to take the next step. Ja, genau, das ist die. Ja, genau. Bestimmt, ich glaube schon, ja. Nicht hier jetzt. What the fuck are you smiling at? Das Bild ist, glaube ich, jetzt. Ratsch.
Aber warum? 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 Das. Ja. Oh nein! Alter, was denn? Hey, hä, was soll ich machen? 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 Weglaufen! Ich seh nix! Was ist das denn für ein Vieh, Digga? Ich glaube, wir müssen abhauen. Wir müssen fliehen, wenn ihr kommt. Wir müssen irgendwie an der. Aber meinst du, also die Theorie könnte auch sein, wir haben jetzt Stacy und Kyle auch, die theoretisch unser Tagebuch tempern und ja, theoretisch was von Brian wollen. Ja. Und uns vielleicht gekillt haben, weil sie dachten so, ne, die Olle gefällt uns nicht, die müssen wir hops nehmen. Ja. Okay, aber wo müssen wir denn hin? Wieder zurück in den Raum, hätte ich jetzt gesagt. Ja, aber war da nicht gerade zu? Ja, vielleicht ist die Tür jetzt wieder auf. Weil ich wüsste ja nicht, wo wir jetzt sonst hingehen sollen. Ja, ich auch nicht. Guck mal, jetzt guck mal, da ist der zu. Weißt du, was ich meine? Hä? Was soll ich machen? Ja, vorbei. Was soll ich machen? Wohin? Wohin? Ich seh nix. Wohin? Hä? Ich check nichts mehr. Raus. Wo rein? Wo raus? Aber da die Tür ist weg, also der Gang. Hä? Hä? Ich hab irgendwas gut gemacht. Ups. Ich glaube, ich hab was. Hä, ist jetzt abgestürzt oder was? Ach nee, ich dachte schon. Don't pussy out, this is for B. Careful, press it. Nö. 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 Ich bin jetzt einfach, weil der Gang war ja weg jetzt. Ja. Und ich bin einfach jetzt aufs Klo gegangen. muss ich's drücken? Ja. Warum? Nö. Was? Will nicht. Oh, aber. Das war das Außenfenster. Ja, das war da. Oh, das war das. Das war hier das Fenster. Mm, ehrlich jetzt? Ja, das ist auch interessant, ja. Oh, das ist hier okkultistisch jetzt. Mm. Was ist mit dem Spiegel jetzt, Sattler? Merkwürdig, da ehrlich was. Nee, bin ich raus. Nee. Nee. Wir müssen da mal wieder zurück anscheinend. Ich brauche Motiv. Team Cheeto. Da passiert jetzt was, ich bin sicher. Ja. Ich mag Kerzen, aber. Team Cheeto! Ey, das. So ist gut. Oh. So, das ist einfach, aber dann hört man, glaube ich, nichts mehr. Nee. So. Wo ist der Zettel, Zettler? Er ist jetzt wieder da drin wahrscheinlich. Ich drehe mich nicht um. Oh. Okay. Oh, noch ein Gang. Oh nee. Oh nee. Oh nein, nein. What the fuck? Nicht schon wieder dieses Teil. Geh weg. Oh, what the fuck. Ey, da sind voll viele in meine Ohren, Digga. Und warum sind die Elektroherde auf der Decke? Oh, da war das Rohr. Rohr? Oh, wow. Das ist von dem anderen Foto, das Rohr. Oh. Oh mein Gott, die Wände werden immer schlimmer. Ey, das ist ja wie Silent Hill. Das ist echt wie The Room. Bisschen. Ja. Der Müll! Das ist wie in meiner Küche. Geh erstmal durch. Ich brauch mehr Holy Energy Drink. Muss ich gleich noch einen machen. Die zieh ich mir durch die Nase, Digga. Oh, geil. Aber das ist schon, also. Das ist schon richtig gut, ehrlich. Ja, das ist richtig gut, habe ich auch so eine Erinnerung. Warum ist da jetzt diese Stenches? Was haben wir denn im. Oh, guck mal, wir haben aber noch was da. Ja, immer noch. Da war, glaube ich, was an der Wand, oder? Hier? Wo? Oh. Nee, oder? Nee, doch nicht. Das ist einfach nur diese Farbe. Hier, dieses Grisseln, ne? Ja. Erstmal ein Herz braten, ne? Eieiei. Ja, die Klopapierrolle.
Geht wieder nicht das Licht auf der Toilette. Aber warum denn nicht? Wir haben immer noch kein Spiegelbild. Der Bass muss knallen. Der Bass muss knallen, ne? Genau. Wir sind definitiv zu abstinent. Ja. Ich glaube, ihre Eierstöcke sind noch nicht empfängnisbereit. Oh mein Gott. Okay, wir müssen, glaube ich, weiterlesen. Ah, es geht weiter. Oh, guck mal, lecker. Nom, ja, nom, nom, nom. Ich habe Pizza gegessen. Hä? Hä? He's leaving. There was a consulting session for Green Art College student programs at the Skim Gym today. I've seen its posters all over the school since the day I arrived. I had nothing better to do, so I decided to give a visit and spend my precious after-school term reading brochures. And once again, just like at the library, I was surprised to see Brian there. He was at the early decision program booth. I wanted to talk to him, but instead I ran from my room, jumped to my bed, and out of nowhere, tears started to drop. I bet it was because of those stupid hearts. Yep, I saw those hearts again. Now they were on the gym walls, too. At first, I thought whoever drew them must be very insecure about the relationship, but the truth is that I wish I had a relationship to be insecure about, too. Deep down, I know I want my own hearts on the walls, too, but seeing Brian at the college booth felt like finally getting punched by reality. I have no idea what I'll be doing in a couple of years. I thought of staying here, at Rosen Peak, but with Brian preparing to leave, there's just no point to it. No Brian, no hearts on the wall. God. It's like my brain's creating a storm. I'm just gonna lie down for a bit. Hopefully I wake up next week. Next week? Oh. Also die Herzen hatten wir ja auch schon hier, dieses S und B. Ja. Stimmt. Das ist unser Raum, definitiv. Ja? Ja. I wake up without waking up. Same rainy night. Deswegen steht die Uhr. Kann das sein? Ja. Endless Nightmare. Ne, und. Ja, yo, ja. Das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich. Ja. My lifeless room. Endless Nightmare. My life is nothing but a repetition of waking up with nothing to live for. Not even a false hope to look forward to this time. Long time ago, when I finally got to accept my feelings for Brian, I thought everything was going to change, but every day was still just like every day. He was still a school star. I was still just his friend. When you live in Rosen Peak, people expect things to stay the same. Also expect things to stay the same. Okay. If anything changed between us, it could ruin B and everything around him. Oh, that's how it went. Nothing changed when my whole world burned. Hey. I kept telling myself, maybe after graduation, I'll be able to express my feelings for him. Mach das doch jetzt, Digga. Yeah. I let the fire in my heart, soul ist aber auch gut, yeah, eat through my soul and body. Okay, da habe ich's her. I called myself a coward. Ja. So. Ich meine, es ist nicht einfach vielleicht, aber Junge. Sei doch einfach mal ehrlich. Oh, der. Ihr habt doch schon Kontakt. Ja. Es ist nicht so, dass er dich köpfen wird. But I chose to keep what little I had to enjoy. I was a poor kid crawled up in bed. Okay. Poor? Do I really deserve that charity title? Okay. Am I really the victim of all of this? Who is here to judge me anyway? It's all over. Everyone left me. Okay. So why do I feel like... I'm being chased. Like someone's always watching me. Nee. Like someone's always trying to judge me. Oh my God. Stacy. Oh my God. How did the invite go? Schön oder nicht? Das schreiben wir jetzt. Oh, she's coming. Dogs, what the fuck war das denn? Dogs like her, can't say no to parties like this. Ach so. Dogs like her, oh mein Gott. Sweet, time to give her the drama she wants so bad. Okay, also das ist jetzt irgendein anderer. Aber wer ist das denn? Wer schreibt denn mit Stacy? Das ist die Frage. Also das wird doch nicht Brian sein. Nee. Das I don't think so. Könnte sein, ja. Ja, ja, das wird auch erklären, warum die Bude so aussieht mittlerweile. Vielleicht ist es sein Dorm Room. Kann sein, ja.
Na, wobei wir saßen ja an dem Stuhl mit, ich sag mal, schon Frauenhaar. Also aber vielleicht war das dann unser Zimmer und das ist jetzt trotzdem Brian. Ach, weil die gleich aufgebaut sind, ja. Meinst du? Okay, das kann das natürlich weißt sein. Das weiß natürlich ja. Dann nicht, ne? Wait, time to go for the drama, she wants so bad. Okay. Mm. Also dann ist da wirklich noch ein bisschen mehr passiert, I guess. Ja. Die Party war doch nämlich, wo wir dann so betrunken waren. Ja, genau. Die haben dir bestimmt irgendwas reingemixt oder so ein Scheiß. It's because of her. Her? Welche her? Wie? The moment, meinst du? Okay. The moment she came into our lives, what little I had to enjoy started to crumble. Bitch. Die schreiben jetzt über Sam. Das ist jetzt wieder so dritte Person. Also so als würde ein anderer über Sam schreiben. In ihrem Tagebuch aber. Ist die Frage, ob das dann überhaupt ihr Tagebuch ist. Ja, genau. And I used half of this diary writing about Stacy being a bitch, but now she's just unstable. It wasn't even past the first class when I saw her arguing like crazy with Kyle. Heard her shouting something like, I'm done doing your shit for you, before storming away. Then she saw me. I was her next target. She strutted towards me and said, this is all your fault. Why don't you go back to fucking San Diego? Whoa, what did I do? She was off before I could even open my mouth. I turned to Kyle for answers, but he was gone too. Come to think of it, I rarely saw them hanging out recently, but I didn't know things were this intense. Brian's been acting weird too, though. He hasn't talked to me much recently. He even looks somewhat more upset than usual. I finally tried to ask him what was wrong, but he cut me short, asking if I called him last night again. All I could give was a blank face until Brian said, never mind, and walked away. What was that about? What did you mean by again? Calling him in the middle of the night for no reason is something I've dreamed of, but that doesn't mean I actually did it. What the hell is going on? Das Kind hat sehr viel Drama. Ja. Aber jetzt weißt du, warum ich von sowas auch nie live Abstand nehme, weil das... Ja, ist furchtbar. Macht ihr euren Scheiß, Digga. Einfach allein. Aber das ist auch schon sehr intens hier, was hier abgeht. Ja. Oh, warte mal, habe ich da was vergessen? Ja. Ah, das hatte? Ja. Only bad changes happen in my life. No matter how hard I try to protect it, okay? A city girl just asking to become an outsider, okay? That was all she was to me. Hell, that was all she was to everyone else. But then, I saw them talking at the library. I couldn't see clearly, but I could tell what was going on. He was making her smile. It was another more smile taunting my feelings for B. Yeah. No one would ever know what kind of emotions I was hit with at that moment. Ey, das könnte echt Kyle sein jetzt. Ja, sag ich ja. Also meine Theorie scheint doch gar nicht so falsch zu sein. Und er sagt jetzt so, ne, hier die Sam geht gar nicht fit. Ja, und was aber trotzdem. Oder Stacy hat sie geschubst, weil Kyle und Stacy irgendwie, you know? Ja, bei dem Hill vielleicht haben die zusammengearbeitet. Ja, genau. Ja. A change was happening. And I didn't like it at all. Stacy didn't like it either. And she could never stand letting an easy social prey slip away from her. Oh, okay. Naturally, Stacy took a peek into her diary one day. Okay. She took pictures of some of the entries and sent them to me and her gang. She wanted everyone to join her twisted and childish game. Oh mein Gott. Drama, Drama und noch mehr Drama. Eieieiei. Over 5000. Ich brauche Rente. Ja. The diary had no special meaning to me. Not until I read about how Brian took that cunt on a fucking tour of the town. Ah ja, okay. He had no interest in girls whatsoever. Weil will er das wissen, ne? Ja, auch. Aber das ist natürlich auch wieder ein Hinweis für Kyle, so. Ja, richtig. Ne? And suddenly now he's hanging out with an outsider? At that moment, I got tired of doing nothing. I know I had to do something, so I gave Stacy an idea. Oh yeah, okay. Mm-hmm. It was going to be easy. Spike her drink. Jo, sie haben ja doch was da reingemixt. Get her wasted and humiliate the shit out of the city girl in front of everyone. Was für Sacke. Oh mein Gott. Only then she would know her place. It could have been so simple, only if B didn't get in the way. Bummer. Was hoping to do nasty stuff to a drunk ass. Still can't believe Brian had to take her away like that.
Bummer. Bummer. Ja. Well, bitches like Sam does tend to make some people feel sorry. They mentioned something about her dad in her in their diary. Bet she has some nasty daddy issues too. I know. How about we show everyone how needy a bitch can be? Oh mein Gott, die sind ja richtig nasty. Das geht gar nicht. Das ist einfach. Und YouTube, ne, nicht, dass ihr sagt, ich beleidige hier, das ist hier in dem Spiel. Ne? Also, das ist in dem Spiel, das ist einfach richtig ist übel. Einfach übel, Digga. Kann man sich nur so gegenüber einem Menschen verhalten. Ne? Junge, wo ist die Railgun? Wo ist die Railgun? Ja, piu, piu. Die wäre vielleicht mal ganz gut bei solchen Leuten. Ja. I know, how about... Achso, das hat mir... sounds fun. But how? Leave it to me. Just keep reading her diary once in a while. Oh my... Hallo, was mit... Achso. Achso, ich wollte gerade... Mein PC wollte nicht mehr. Es war zu viel. Mein PC so, ne, fuck this shit, I'm out. Wo sind wir? Wir sind in dieser Schule, in diesem College oder was auch immer. Spinde. Hallo. Uhr. Wir müssen wieder irgendwas machen. Hallo. What the f... Brian. Das ist Brian, ja. Hello, darling, how are you doing? Oh, der ist ja süß. Ja. Oh, sie ist auch süß. Ach, das guck sind mal. Die beiden. Das ist der hat ja die Sam und das ist Brian. Sein. Ja. Oh, die ist auch hübsch. Also wir waren das quasi, das war quasi wir, wo wir da einmal saßen an dem Platz. Aber das war dann wahrscheinlich Kyle, der uns beobachtet hat. Hat. Ja. Oh, die sind beide süß. Die sind together. Ist fünf Minuten. What the f- Ich wollte doch nur Hallo ist sagen. Ist das wieder? Oh, die Kaffeemaschine, ja. Wow. No. Wow, meine... Oh, danke, jetzt bin ich wieder, jetzt sind meine Ohren wieder sauber. Oh, wie das hier aussieht, ey. Übel. Sieht echt scheiße aus hier. Bi. Meine Fa... What the fuck is going... Okay, jetzt du. I don't even know how to describe what happened this morning. This is fucked up. My hands are shaking again. It started when I opened my locker and something poured out. For a few seconds, my brain was cut off from whatever was happening. When I finally looked down, there were dozens of pictures scattered on the hallway floor. All of them were pictures of Brian with gibberish written on them. The whole school was at the hall. They looked at the pictures, then at me, and then at the pictures. Brian was there too, the face he gave me, the face of disgust. He turned away and left. He didn't even say anything. I tried to chase him, say something, anything to him, but the floor started spinning and people started whispering. Like they knew what was going on. The air soon began to choke my throat. I sweat what was on the floor and ran off to class. Of course, Daisy must have something to do with this. I looked for her, but she was nowhere to be found. The rest of the day was nothing but avoiding eye contact with anyone. I can't sleep. Brian's not answering any of my texts. There's no one to talk to. Meine Fresse, wie kann man nur so furchtbar sein? Wirklich. Ja, aber Brian an der Stelle könnte auch sagen, so, ey, lass mal quatschen, was ist denn hier los? Ja, eben. Aber nein, natürlich nicht. Es ist ja wieder alles dann ganz furchtbar. Das Bild, was er von ihr hatte, ist dann wieder geschattert und das kann er nicht glauben. Hm. Mann, ne. Kommunikation, Leute. Ja, aber nee. Wirklich. Bi. Kept saying nothing was going on between them. Lies. Okay, lies, but I wasn't about to believe everything was just fine. How could you? Lies. Leise. What the fuck is das denn, Alter? In my eyes, Sam was using Brian to fill her sad, empty life. I couldn't let that happen. She wanted drama she didn't deserve. She deserves it. Ne, she deserves shit, okay, shit. Yeah, yeah. She doesn't get to barge in and start stealing the life I've only dreamed of. Nee, einfach nein. Kyle, jetzt mal ein ernstes Wort. Dreifache Portion der Dulli-Pillen. Mm-hmm. Wirklich. Das geht gar nicht. Also das ist, Stacy kept doing what she does best, digging into other secrets. Okay. She sent pictures of the little shit starry pages to me. That's how I found out about their little trip to Colton Hill. It was our hideout since first year of high school, and her presence turned it into fucking nothing. How could B do this to us? Boah, was sind das für Leute, Digga? Mhm.
The only way to break them apart was to show Brian what a creep she was. Hä? Hast du das Auge gesehen? Ja, hab ich. Was war das? Oh. Das macht mir Angst, Digga. Ja. Blart. Okay. I kept reading the disgusting words she wrote on her diary. At the same time, I felt something. A reminder of how I felt when I fell for B. Oh, it felt so right and terribly wrong. Screaming into my pillow never helped with making the feelings go away. Beep, bop, bop. Meep. Did you find the diary yet? Boop. Babe, I think you're taking this too seriously. Oh. Oh, jetzt sagt sie das schon. Ja. Did you find it or not? Das ist schon richtig. Oh Gott. Das ist schon richtig eskalieren, ja. Ja. I think she knows I'm sneaking into her room. I can't find it anywhere. Babe, don't you think you're too obsessed with breaking them up? You're baiting on me now. Forget it. Okay. Please, babe. Maybe Brian doesn't even like the girl. I said forget it. Oh, meine Ohren, Digga. Oh, das ist auch viel zu laut. Oh. Junge, Junge, Junge. Okay. Oh. The school counselor called me today. Mr. Burns asked me if the rumors were true. Rumors that I've been leaving hard drawings all over school. Rumors that I've been stalking Brian. At this point, the whole school must be out of his mind. I didn't even know the liars are in the fucking house spelled S&B. And what, just because the initials are S&B, suddenly every name that starts with them are either Sam or Brian? And guess what, even crazier words are on the street? Sam Holt, the daughter of a sex offender, craves forbidden love. How on earth did Stacy find out about that? Why would she do so much to fuck up my life? And where the fuck is she? Is she? You know what? I'm tired. I'm tired of waiting for Brian to listen to me. I'm tired of looking for words that describe this fucked up situation. I can't believe I have to go through this again so far from home. And so soon. Brian, please, please say something. Ja, der soll mal die Goschen aufmachen, Digga. Ach, Leute, muss. Aber krass, also hat der Vater schon was gemacht, was nicht so. Ja, aber warum erzählt man das denn rum? Warum dickt man? Weil Drama, Digga. Ja. Drama. Das ist schon heftig, ja. Das ist einfach so unnötig auch. Akku schon wieder leer. Das ist einfach der beste Gutes Akku. Handy auf jeden Fall. Das ist das beste Handy. Ja. Then I remembered she wrote something about her dad. Ach so, okay. Mm. It must have had something to do with her existence in my life. I started digging. It wasn't even a challenge. Keith Holt arrested for sexually assaulting a teenager. It was beautiful. I found the perfect ending. All I had to do next was fill in the rest of the story. Oh. Ist ein Arschloch, ey. Huh? Hey, Facebook, Digga. Wobei 2005 gab's doch gar nicht Facebook. Dann ist es ICQ und Wish, keine Ahnung. Sam Holt calls Brian from a payphone in the middle of the night and silently listens to his voice. Ist das dieses? Oh. How did Sam's dad even get married? He likes little girls, doesn't he? Maybe Sam's mom used to be the pervert's victim. Meine Güte. Ach, scheiße. Okay. Oh mein Gott. Sam Holt takes Brian's picture and keeps them hidden in her locker. Okay. Mike Koski, 2005? So, 2005? Waren wir nicht die ganze Zeit 2006? Ende 2006? Ja. Wieso ist das jetzt September 5? Keine Ahnung, das ist ein bisschen merkwürdig. Das ist weird jetzt. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig. Das ist ein Bug. Oder vielleicht ist das in der alten Schule gewesen. Ich glaube nicht, dass es ein Bug ist. Glaube ich einfach. Nee, nicht. Das ist vielleicht die alte Schule. Kann ne? sein, das ist ne? Die alten Schule, dass sowas schon mal so eine Scheiße ja, passiert ist. Hat sie auch geschrieben in ihrem Brief da. Ja, hast ja recht. Ja. Ey, das ist gut. Weil ich dachte, nee, never ist das ein Sonst Bug. Sonst hätte das ja keinen Sinn ergeben. Krass, okay, das ist ja heftig, ey. Kein Wunder, dass sie so introvert ist, so. Ja. Also, da verstehe ich das natürlich. Ja. Das ist schon. That Sam girl's got some balls. Everyone's talking about her perfect dad and she's still showing up to class. Respect, okay? Beep. Ja, das ist die alte Schule. Sam Hall draws hearts all over the school to let others know Brian is hers. Das ist jetzt natürlich in der neuen Umgebung, ja, klar, genau. Wegen Brian, aber
Brenda Jones. Guck mal, dieser süße Hund, Digga. Oh. Oh my God. How could Sam Holt not kill herself? If my dad went on the news for touching teens, that's a bye-bye world for me, lol. Hey! Das LOL dazu. Ja, was sind das für Leute, Alter? Einfach nee. Scheiße. Also, nee. Oh Mann. Oh Mann. Ich kann nicht mehr. Ich brauche mehr Teen Cheetos hier, um mich wieder zu beruhigen. A needy city girl with a huge hole to fill. A hole left by her sweet old daddy. She was just a disaster waiting to happen. No one, even Brian, would think otherwise. I made all the preparations while Stacy spread the rumors I created. It wasn't easy. I almost got caught taking a picture of Brian using the restroom. Ah. But I kept going. Every picture I took was a love confession I could never make. Every heart I drew was my sacrifice for him. Hm. Okay. Meine Güte. Bruder. When enough suspicion piled up on Sam, I stuffed all the pictures I took into a locker. It was a happy coincidence that B was there to see the spectacular unfold when it happened. It was over. Things were about to turn back to normal. And then Stacy's drama-filled head exploded. Die Arme. Oh Mann. Oh. Also mittlerweile tut mir sogar Stacy ein bisschen leid. Ja, der ist einfach... So, Junge, der reicht langsam, Digga. Der ist komplett over the top gegangen, ja. Einfach. Oh nee. Halt, Coward. Ist das ein Laser? Wow, what the fuck? Im Schrank. Ich will da rein. Alter, maybe you'll be able to live again. Alter, wie krass ist das denn? Okay, ich check schon, was man machen muss. Wir müssen da irgendwie hin oder so. Ja. Wow, oder auch nicht? Okay, 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 okay. Hä, hey, aber wie machen wir das am besten? Ist das ein Auge oder was? Ja. Alter, was ist das? Kann ich hier stehen? Okay. Ja. Ist das ein Auge? Alter, das ist ja open. Okay, ich lass es. Ich will gar nicht wissen, was da steht. Open irgendwas. Hauptsache erstmal einen Donut braten. Und jetzt? Maybe you can run forever. Hey, wo muss ich denn hin? Wo ist mein Kühlschrank? Verschwunden. Muss ich da hinten hin? Weiß ich nicht. Vielleicht. Open. Open. Just kidding? You're gonna die? You know you're gonna die. Nee, ich glaube, das ist just kidding. Just kidding, you're gonna die. Ja. I'm done watching you get away with the shit you've done to me. Did you really think I wouldn't find out what's going on? I know you've been using me to break Sam and Brian apart so you can have some fun with her. Well, I had my share of fun when I told Brian what you've been doing. You should have seen the face he made when I got to the part about you drawing those retarded hearts all over school. Hope you enjoy your happy life now that there's no Brian to get in your way. Oh, by the way, I saw you staring at that college poster. What, did you like the girl in the poster too? Is it why you tore her face off? You need help. And don't bother calling me. Stacy. Oh mein Gott, Stacy hat also Kyles Intrigen verraten. An Brian. No. Oh no. Was ich kein Wort hatte. Ja, was ich nachvollziehen kann. Ja. Alter, aber wer bringt jetzt wen um und so weiter? Also das... Also das ist jetzt schon ein starker Tobak. Na. Wo kann ich das hinkleben? Ah ja, okay. Sieht aber Bude immer noch ganz schön scheiße aus. Hat auch schon bessere Tage gesehen. Alter, ich hab Hey, Brian, du bist ja voll Messi. Maybe it was that thing. Geil, ist total der Messi, ey. Ah, das ist ja, ah, das geht ja gar nicht. Oh, das ist immer, guck mal, wir haben immer noch unsere Snacks. Erstmal ein Herz schmelzen lassen, ne? Boah, das ist ja... Immer ist immer noch diese Zeit. Die Zeit ist stehen geblieben. Hä? Das Licht funktioniert nicht. Aber warum mehr denn nicht? Ja, genau, Der Regen ist. Es endet nicht. Diese Tür immer noch. Diese Tür vom Bad, Okay. Oh mein Gott. Oh, wow, das. Please, man. Stacy got it all wrong. It's just a misunderstanding. It's a meaningless prank, that's all. Please, B, don't do this. Text me back, please. Oh mein Gott, hat er sich jetzt. Keine Ahnung.
Schwer zu sagen, ne? What? The day Stacy told Brian was to stay talk to me, he was so angry at me, he would never understand what I did for him. Typical, so fucking typical. Again, I was left alone to suffer. This time, someone had to pay for it. Ach du Scheiße. Ach Junge. Ach du Scheiße. What the fuck? K.S. Stacy Kyle? Ja, nee, oder Sam. Haben wir hier nicht die beiden Figuren? Sam, ja, wahrscheinlich Sam. Ja. Oh mein Gott, ja, das wahrscheinlich, klar. Nicht dahin packen. Oh nein. Ja. Hä, was war das? Das war irgendwie der Locker oder so, ne? Meet me at Colton Hill. Er hat das da reingehängt, diesen Brief. Den, ne? Ja. Muss man den jetzt vielleicht auch noch da packen, zupacken? Ach du Scheiße. Aber wir können ja noch nichts machen. Nee. Ach du Scheiße. Ah, nee, jetzt ist er da. Der Locker steht jetzt da im Raum. Aber warum? Weiß ich nicht, weil es gleich was rausfällt. Hä? Ich würde es mir immer noch nicht aufhängen. Ja, es ist strange. Muss ich noch irgendwas machen? We need a key or something. Jo, die Spritze, Alter. Die ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, hier sind mehrere Spritzen schon. Alter, ja. Brief. Vielleicht musst du den Brief dranhängen. Jo, gute Idee, ja. Uah! Was war das? Warum, Spiel. Ja, das ist das Ende. Tschüss, wir gehen nach Hause. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hä? Also mein PC geht noch. Soll das so? Ist aber merkwürdig. Bin ich irgendwo drin? Oh. Ja, wir bewegen uns noch. Wir müssen irgendwo langlaufen. Hey, aber wo lang? Ich sehe überhaupt nichts. Es ist sehr dunkel. Okay, hier geht's nicht weiter. Jetzt gehe ich nach rechts. Jetzt bin ich in der Ecke. Jetzt gehe ich rückwärts. Hä? Soll das so? Weiß es nicht. Ja, ist vorbei. Wie fandst du das Spiel? War gut, ne? Also ich weiß alles. Also ich muss schon sagen, ist schon krass, also. Ich sehe wirklich überhaupt nichts. Das ist der eigene, finde ich. Soll das so? Aber das ist doch, hä? Oder soll das nicht so? Hm. Nee, es ist doch nicht, es kann doch nicht sein. Ja, google mal. Aber nicht spoilern. Nein. Sonst werde ich einfach den Spielstand einmal neu laden. Hm. Ich werde mal gucken, ob ich... Weil das ist, glaube ich, jetzt ein Fehler. Ich habe auch das Gefühl, das ist ein Bug. Ein richtiger Bug. Das ist definitiv nicht normal. Nicht geplant, glaube ich nicht. Das ist Step Simulator. Nee. Oh, what the fuck? What the fuck? Okay, du hast irgendwie den Brief gefunden. Guck mal, ich bin einfach gelaufen. Ja. Soll das so? Das ist doch nicht normal. Das ist irgendwie komisch. Oder? Das ist... Ich glaube nicht, dass das soll. Hä? Das ist richtig... No way, dass das soll. Das ist nicht geplant, glaube ich nicht. Das hat uns richtig hops genommen, das Spiel jetzt. Ja, das ist irgendwie ärgerlich. Aber nicht schlimm, warte, wir machen Folgendes. Weil es speichert ja, hoffe ich. Ja. Kurze Pause. Aber ich muss sagen, bisher echt gutes Spiel. Das ja. ist also... Und wirklich spannend, die Story. Mhm. Aber jetzt müssen wir einmal... so. Mhm. So. Ach nee, das ist okay, nee, alles gut. Die Bude ist immer noch so dreckig. Ich sag grad, wir starten von neu, Digga. Nee. Nee.
Okay, dann nehmen wir jetzt nochmal das hier. Nee, wir müssen erst die Stickfingers nochmal machen, glaube ich. Ah ja, okay, alles gut. Ja. Oh Gott sei Dank. Glücksspeicher. Das ist wirklich der Locker, ja. Okay. Ich habe aber auch hier rumgeklickt, als ich mich so erschrocken habe. Ich weiß nicht, ob das was... Okay, jetzt mache ich einfach mal nix. Ja. Ah, guck mal. Ja, man sieht den Locker. Eigentlich soll man den sehen, aber wir haben den irgendwie nicht gesehen. Es war komplett dunkel. Ja, soll ich da rein? Für dich. Egal, passt ja, ist ja nicht schlimm. Wow. Oh no. Locker Alert. It's Outlast all over again. Ja. Oder? So ein bisschen hat das was von Outlast. Warum war, wie war, ich sag nach links. Ja. Endless Looping. All way of Lockers. Nee. Okay, ich geh nach rechts. Wow, what the... Nein. Das ist ja wie Silent Hill jetzt. Ja. Lass mich in Ruhe. Sam, please. Please, help me. Jetzt sind wir wieder am Wald. Oh mein Gott, ich glaube, jetzt kommt gleich Big Reveal. Ohne Scheiß. Oh mein Gott. No. Oh nein. Ja. Ist das aber Sam jetzt? Mhm, ja. Das ist Sam. Wir sind möglicherweise jetzt Kyle, ne? Ja. Das ist richtig. Gehe ich von aus. Ja, klar. Ja. Waiting for someone. Kyle, what are you doing here? Oh mein Gott. You just can't stay away from him, can you? You know you don't deserve him. No, Stickfingers. I don't know what you're talking about. Our lives are ruined because of you. Hey, don't come any closer. Rot. Oh my God. Dieser. Huh? Now is you gonna bail or was? Hä? Was war das? Der Brief? Man hört sie noch. Sie war ja nicht sofort tot. Ja. Das ist doch ihre Tasche oder so. Die hatte sie doch gerade noch. Ich bin dran. Also ich sehe nur die Tasche da rechts. Und die Äste, das ist wahrscheinlich diese Ast-Reference, weißt du? Ja, genau. Okay, wir lassen uns mal abhauen. Falls wir das sollen, ich denke mal, ne? Oder auch nicht? Nein. Hm. Ah, da ist doch dieser Ast. Ah, der nimmt die Tasche oder so, wegen mit dem Ast oder sowas. Ja, damit man die nicht findet. Ja, genau. Und, weil die Tasche ist so auffällig. Fällt der jetzt selber runter oder so? Ja, glaube ich nicht, aber das... Oh mein Gott, guck mal da unten rechts. Da liegt sie noch. Das waren wir, glaube ich, die weggefahren sind. Ah, wahrscheinlich. Mit ihrer Tasche. Jetzt wird die noch schön... Was machen wir jetzt noch? Wo sind wir hier überhaupt? In irgendeinem Industrie... Garbage Can Place. Wir brennen das jetzt. Wir verbrennen das jetzt. Oh, die schönen Eis. Guck mal, die mit dem Eis. Wir gucken jetzt erstmal, was da drin ist. Sam. Den Brief, damit man nicht weiß, dass wir es waren. Ja. Ja. Boah, dieser Regen links in meinem Ohr. Ja. Sam's Property. Keep up. Das ist oh, das ist Tagebuch. Oh, das sieht ganz anders aus. Ja, ja. Guck mal, das ist viel friedlicher. Ja, ja, das ist richtig. Oh, das ist schon krass, Alter. Die Arme. Ja, die konnte ja nichts dafür. Die war voll süß mit ihm zusammen. Ja. Können wir uns irgendwie selber anzünden, ne? Nee. Feuerzeug. What? Würde es mir immer noch nicht hinhängen. Alter, diese Spritzen hier alle.
Oh nein, 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 nein. Warum ist jetzt das Licht aus schon wieder? Alter. Okay. It was an accident. I never meant to kill her. Or maybe I did. Ja, did doch. I? But does it matter now? Did any of what I did matter? I left the team soon after what happened at Colton. After that, the school. From what I've heard, Brian easily got accepted to the college. He left town right after graduation. The fact that he's a star athlete with notable school records worked like a charm. He's been growing the idea of leaving Rosen Peak since his mom died. Living alone with an obnoxious dad didn't help much with being attached to his hometown. He kept his plan mostly secret. He hated the attention he was getting as a star who lost his mom. People found out his plan, they will surely be talking about it too. But he didn't hint about, he did hint about leaving, and I tried so hard to ignore what it meant for me. Even those college posters all over the school were laughing at me. They were making fun of my impending doom. They were all saying, "Haha, see? You're gonna die alone here." Ay. Maybe I knew. I knew that B took an interest in Sam because she was just a clueless new girl who was lonely enough to do anything for any guy who was nice to her. But jealousy is a strong creature. It quickly devoured my mind. Soon, anger took control of me. And it just needed someone to be mad at other than Brian. Even after he left me, anger stayed. It still haunts me in my sleep. And every time I open my eyes, it just gets worse. And again, it's time to wake up. Oof. But wake up for what? To be greeted by the fact that I must start running around in circles again? That I must stick needles into my body so I can forget my past for a few fucking minutes? Das sind bestimmt die Spritzen hier, ne? Was rendert der sich denn da rein, Alter? Irgendwelche Drogen wahrscheinlich. Nee. It's just like that story Miss Lacey once told us about. The shortest horror story in the world. The last man on earth heard a knock on the door. Okay. Das war ja am Anfang vom Spiel mit diesem I'm alone in my room. I'm alone in this world. There's someone knocking on the door. I don't know who it is, but I keep the door locked. No one comes in. No one goes out. I'm so tired. I just want it to end. Let's just wake up. Let's just open the door. I don't care who or what's waiting for me. Oh. Nee, für den Typen habe ich aber kein Mitleid. Ich auch nicht mehr. So, hups, wollte ich, dass ich die Zalar stirbt? Weiß ich nicht. Nee. Nee, das geht einfach nicht, was er vorher schon gemacht hat. Ja, auch schon, genau. Das geht schon zu weit. But what about my diary? The one I've been keeping to remind myself how I am the victim of everything that's happened. Ja, ist absolut. Klar, bestimmt. Also richtig, richtige Opferrolle rausgepackt. Ja. Ei. I don't know what I would do without it. What will keep me from going insane? Okay. So here comes the big question. Was kommt jetzt? Should I keep it? Oh, kann ich das aussuchen? Das Tagebuch. Ja. Halten wir es oder nicht? Ja, los zur Polizei damit. Yes, da musst du ich kann nichts machen. Wieder nehmen. Ach so. Fuck it. I'm not giving up the only thing that's left for me. Nothing's my fault. I'm not letting go of anything ever again. So hätte ich jetzt Nein gesagt, hättest du so einen Abschluss gemacht. Aber das macht ja nicht das gut, was er gemacht hat. Nee, so, richtig. Let's turn off the lights, go to bed. Maybe everything will be better tomorrow. Okay, gute Nacht. Oh, das ging ja sogar wirklich. Oh, guck mal, wie es hier aussieht. Wie schön es jetzt auf einmal aussieht. Nee. Ist ja jetzt ein besserer Mensch. Gut, dass wir das Tagebuch behalten haben. Da wurde alles aufgeräumt. Dieses Bild. Wirklich. Ich würde es mir immer noch nicht hinhängen. Nee. Oh, what the fuck? No. Hi. Wo ist das? Vielleicht Sam? Könnte sein, ja. Oh. Krass.
Ja. Alter. Was ich jetzt auch mochte, also die Story. Ja, es kommt noch wieder das Hauptbildschirm. Kann man jetzt, sollen wir das mal auswählen, ob das mit dem Nein auch geht? Ja, können wir auch machen noch, ja. Falls das geht, dann könnt ihr ja mal schauen. Ja. Weil das würde mich interessieren, ob dann irgendwas anderes ist. It's so dark around here. Okay, let's go. No. Nein. Ah, okay, das finde ich ehrlich gesagt sogar besser. Also wenn er, warte mal. No, it's time to admit. I've been keeping a memory of lies. I'm the only one to blame for the shit I had to deal with. It's about time I burned it, okay? But what after that? I could open the door out of here. Face what's ever waiting for me. I could just stay with the fire and let go. Whatever the choice, it's time to light the fire. Finde ich ehrlich gesagt besser. Gefällt mir besser, die Wahl. Ja, das Feuerzeug. Ach so, ja. Ich sehe nämlich nichts. Gib mal her. Ach so, jetzt zünden wir das hier an, oder was? Ja. Alter! Ja, okay. Aber jetzt brennt ja hier alles. Okay. Oh nein! Wow. He's gonna pay for it now. Ja. Alter. Alter. Kriech, 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 kriech. Ja, krass, Alter. Das ist ja mal heftig. Ei, 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 ei. Oh. It was all just a dream. Oder auch nicht. Ja, doch, muss ja. Oder nicht? Oder ist er jetzt wirklich hops genommen worden dadurch? Ja. The death of Sam Holt, initially reported as suicide, was shed a new light by a former classmate. Frederick confessed he was with Miss Holt when she fell to her death and called me in 2006. According to the shocking revelation, the 40-year transfer student from San Diego was involved in a heated confrontation with Mr. Jenkins due to... Das, guck mal, das ist jetzt weiß. Das ist das gut. Also das, ja, das ist das Gute. Krass. Also das gefiel mir auch besser jetzt. Ja, ja, dass er jetzt zugegeben hat, was er gemacht hat. Weil ich dachte jetzt, ich weiß man ja nicht, ob er, wenn er jetzt ja, dass das nicht macht. Aber das hätte ich jetzt, also das finde ich gut jetzt so. Ja. Aber krass. Ja. Nö. Puh. Ja. Ich glaube, jetzt Ende, ne? Ich denke schon, ja. 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 Ich brauche Rente jetzt. Nee, das war also echt, ich muss sagen, es hat sehr Spaß gemacht mit dir. Ja. Oder war das auch Spaß? Ich fand das auch sehr gut, ja. Vor allem, ich fand jetzt die Parts mit dem Zusammenleser auch ziemlich geil. Ja. Wir haben das gut vertont, Digga. Yeah. Aber wie? Ja. Ja, was sagst du zu dem Dame etc.? Also ich muss sagen, war wirklich gut gemacht. Auch, dass man am Anfang nicht so ganz wusste, in welche Richtung es geht. Und am Ende war man dann wirklich echt überrascht, wie sich das entwickelt hat. Also... War doch ein shocking Twist so ein bisschen. Ja. Und was ich jetzt auch cool fand, das ist halt, also man musste schon so ein bisschen rätseln und man hat ja auch gerätselt, wer ist was und warum. Ja. Aber dass es trotzdem dann hinterher relativ offensichtlich war, wer es war. Ja. Dass man nicht irgendwie so dann rumkühlen musste oder irgendwie so einen Cliffhanger hat, so ja, vielleicht der oder der, das jetzt schon offensichtlich war, finde ich. Ja, richtig. Ja, und sonst von dem Stil, von der Grafik und Sounddesign auch sehr, sehr geil. Ja. Und das fängt ja echt harmlos an, so. Ja, richtig. Und dann kommen aber so Kleinigkeiten, die schon echt so Impact haben. Und ich so, alter Falter, ne? Ja, es sind zwar nur eigentlich so leichte Jumpscares. Aber das ist schon... so unerwartet. Und das trifft einen dann doch schon. Und auch dieses Psychological Horror hat man hier auch gut drin, ne? Wie sich der Raum immer mehr verändert, der immer dreckiger wird und so. Ja, also das auch von der Person her geht das ja auch. Ja. Dass du das dann auch so ein bisschen siehst. Das ist so ein, ich glaube, das nennt man Environmental Storytelling. Mm. So mit den Spritzen, ne? Und so, dass das nicht direkt, aber du siehst, okay, das ist jetzt mit Keil verbunden und so. Ja. Ja, ist schon krass. Ist krass gemacht. Und auch die, boah, dieser Jumpscare, aber wo der da von der Decke fällt, war, glaube ich, so das Krasseste. Ich glaube, so, was ist denn jetzt kaputt hier, Alter? Ja, der war echt übel. Junge, 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 Junge. Ja, ja. Also war echt cool, hat mich auch sehr gefreut. Ja. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Gebt mir gerne Feedback. Ich werde das ja, ich nehme auf Instagram teasern. Das kommt ja alles auf YouTube. Da werde ich das auch fortführen.
und auch in die WhatsApp-Gruppe mal packen. Ja. Ich denke, da haben einige Leute Spaß dran, gehe ich mal von aus. Ja. Na, und sonst gebt mir gerne Feedback, gebt uns Feedback. Wir werden sowas wahrscheinlich öfter mal starten. Ja, auf jeden Fall. Das macht richtig Bock. Ja. Und direkt Bock. Oh, 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 wo ist dein Bruder? Jetzt mal zu Finch abfallen jetzt. So. Oh, und sagt auch mal gern, was ihr von dem Spiel haltet, wenn ihr vielleicht selber gespielt habt oder so. Oh ja. Sind sehr neugierig auf eure Meinung. Ja. Ja, gerne. Sonst auch bei, vielleicht kennt ihr selber Spiele, wo ihr sagt so, boah, ey, will ich jetzt noch, boah, dass ihr mal zockt. Ja. Stimmt. Sehr gerne. Dort, wir haben aber noch einiges im Petto, ne? Genau, die Pipeline. Ja, genau, das wird gut. Sonst, genau, werde ich es in die Gruppe packen bei WhatsApp. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit, es macht euch gute Laune. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Ziel dabei, ne? Dass wir euch gute Vibes geben. Ne? Also, uns macht es Spaß. Es ist cool, dass wir jetzt auch mal so dazu gekommen sind. Und wenn ihr auch damit Spaß habt, auch wenn es so einer Person da Spaß macht, dann haben wir schon das Ziel erreicht, dann freut uns das. Genau, sonst... Genau, hoffe ich, ihr habt Spaß damit, wir hoffen das. Mhm. Habt eine schöne Zeit, fühlt euch lieb geflauscht vom Pequeño Osito und von Dani. Genau. Ja, in dem Sinne, gerne bis zum nächsten Mal. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und darauf zwei Fingerherzen oder vier Fingerherzen und ganz viel Liebe an euch. Tschüss. Bye.